einfach so 2500 oder so. Ja, aber die gucken ja nicht zu. Ich möchte, dass du diese Tierliste nicht mit Konzi machst, weil der ist... Ein guter Mitbewohner. Aber der ist nicht unbiased. Der ist nicht was? Aber ach, ich werde aber nicht sagen, dass es mich... Also, fair. Vielleicht ist es falsch was? Und vielleicht können wir das auch wieder zurückschrauben, aber ich hatte eigentlich so ein bisschen das Gefühl, dass ich einfach so gerade so Tierlist... Ja, das ist ein WhatsApp-Bild, ja. Aber seine langen Haare sind sick. Tierlist Thursday startet jetzt. Okay. Wer teilt sich mit mir die wichtigste Frage? Ich würde... Okay. Wollen wir die eine Kamera so noch mit reinmachen, dass wir dann so ein weiteres Bild haben? So Double Cam und dann sieht man alle, die mitdrehen hier. Jetzt hat Jonas das ja auch schon vorbereitet und so. Aber das geht nicht, aber... Wie du willst. Ich hab's ein Glas Bier? Nee. Ja. Also, ich wollte teilen, ne? Ah. Chat, seid ihr ready? Lennyboy69 ist am Start. Lennyboy69 ist am Start. Am Start. So, Domme ist da, Michael ist da, Dr. Bashweiser ist auch am Start. Sehr gut. Diesmal ohne langes Brimborium und drumherum. Es ist Tearless Thursday. Es ist Jedo 100 und wir ranken die 100 besten, und damit meine ich 38 besten Jedo-Atzen. Ja, und auch Microsoft Office ist am Start. Bin ich das? Du bist auch mit drin. Kann das jeder? Was? Ist das öffentliche Ja, du könntest die auch machen. Oh, ja. Sick. Ovis macht nebenbei seine ganz eigene Tierlist. Liver, bitte unter das Tier, der rennt mich immer in League runter. Ja, wenn du nächste Woche noch was brauchst, sag Bescheid. Und dann machen wir das, obwohl die ist nächste Woche. Nee, keine nächste Woche. Nächstes Jahr. Dort okay. Ganzes Bier, halbes Bier. Prost. Prost. Naja, komm, ja, das geht hier, das spitzt sich zu vorne. Okay. Ey, Ovis, wir sind gut im Plätze teilen. Also, Ovis, du kannst dich hinsetzen. Wir haben hier einen Teil. Pass auf, Heide, du kleckerst ganz doll gerade. Nein, ich ganz wenig. Du hast auf jeden Fall kleckert, Seine Hose gekleckert. Du hast auf jeden Fall meine Hose gekleckert. Okay, aber es ist dennoch wenig. Es ist trinken Schluck bitte. Sorry, okay. Ich lasse ihn jetzt nicht mehr hängen. Ich muss jetzt, wir müssen alle. Oder er kann sich rächen, das können wir auch so machen. Nein, das ist meins. Ich warte jetzt lange. Cheers. Niklas, ich lasse dich nicht hängen. Warte ganz kurz. Ja. So, hier, Prost. Dings. Ich finde das auch super funny, dass du dich selber ranken musst. Das macht ihr ja. Wir sind ja nicht alleine. Wir sind ja nicht alleine hier. Wir sind ja in einer trauter Runde. Marius, du bist derjenige, der das Ranking übernehmen muss, weil dein rechter Arm am nächsten an der Maus ist. Ich find das ein bisschen fies, weil man muss das so ein bisschen halt so ehrlich raten und nicht im Sinne von so, ja, du bist mein Atze, komm, zieh bei mir mal ein. So, steck mir die. Wir werden dir Marius und Maxi Stimmen entziehen. Steck mir die Zahnbürste. Ich bin sehr unbiased, habe ich das Gefühl. Okay, weißt du was? Ich bin neutral. Das jetzt. Heide liebt uns alle. Yes, okay, genau, das ist der Fall. Wir fangen bei Ahmed an. Bei Ahmed. Okay. Hat eine sehr große Wohnung, das ist ein Plus. Aber es war die Wohnung von seinen Eltern, oder nicht? Ja, ja, aber die ist gigantisch. Da aber willst du da einziehen? Sag mal den Gamertag. Han. Ahmed Han. Auch bekannt als Dr. Roy. Dr. Roy. Wichtig, wichtig halt, seine Wohnung ist halt so groß, dass du seinen Eltern nicht mal über den Weg laufen würdest. Nice. Die waren meistens gar nicht da. Ja, das stimmt. Immer wenn ich da war, hat er gesagt, ich mach Chicken Wings und Seine Eltern haben wirklich auf Zypern gelebt und sein Vater war halt einfach so, der war zu viel unterwegs, glaube ich einfach. Atze, mit dem man es machen kann, das ist für mich eine eindeutige Kategorie. Andererseits... Ich hab gesagt, das müsste ganz oben sein. Andererseits, es würde viel Indoktrination vorgehen. Ah, fair. Er würde dann immer so sitzen und meinte so, bist du sicher, dass du das so machst? Weißt du, ein bisschen Gaslighty? Nein, so ein bisschen judgy. Also das Ding ist, ich kenne Ahmed nicht so gut. Also die Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, die Art, wie du den Geschirrspüler einräumst, entspricht ja jetzt nicht unserer religiösen Philosophie. So, weißt du, also wie der dann schon sagen. Eher so irgendwo, wenn es halt sein muss, quasi. Ja, außerdem wäre ein kleines Problem, wenn du schwul wärst. Das wäre ein Problem. Das ist ein kleines Problem. Was ja scheiße ist. Dann ist es für mich ein bisschen Atze, aber keine Bewunderung. Ich würde sagen, für mich ist Ahmed auch eher weiter unten, weil ich kann mir mit der von dir erwähnten Indoktrination, ja. Kann ich mir kein sonderlich krasses Zulammen nehmen. Kein gutes. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, es geht hier um die Atzen und Ahmed war auf jeden Fall zu uns immer ein Atze, er war halt nur... Wir kommen aus dem Özgür-Chat, Leute mit reichen Eltern werden hier ganz besonders gerankt und ich agree so ein bisschen, die werden ganz besonders niedrig gerankt. Richtig, nämlich. Das ist ja. Absolut. Raus hier. Raus hier. Reiche raus. Reiche raus. Okay, und als nächstes haben wir... So. Warte, wir machen so und dann... Ja. So. Ja. Warte, stopp!
Die Kategorie heißt, der Fairness halber, immer noch, du bist ein Atze. Ja. Wir haben jetzt keinen Atzen-Status abgesprochen. Mach mal bitte nur ein Atze, nicht nennen. Nee, lass das nicht. Nein, lass das nicht. Das ist Maria. Ich finde das ein bisschen Panne immer, aber ich finde es lustig. Mach noch einen Abruf dazwischen kommen. Wer ist der Nächste? Es ist Baumwolle 8. Geht nicht. Okay, Alex ist für mich ganz vorne mit dabei. Alex hat heute 600 Muffins mitgebracht. Stopp, ganz kurz. Wann ist Donuts und würden wir Zahnbürste teilen? Das ist ja die Kategorie, die, also wenn wir Top-Tier reden, dann reden wir Zahnbürste teilen Kategorie. Mhm. Yeah. Apropos. Und ich muss auch sagen, Alex ist extrem groß. Das ist sehr schlecht. Ja, also außer man wohnt im Altbau. Wenn man im Altbau wohnt, dann ist es kein Problem. Aber das ist ein Problem für dich, weil der ist ein großer und du nicht. Große Menschen? Wir hassen große Menschen. Also ich war mal bei das ist Alex, ne? Ja. Ich war mal bei Alex, hab da gepennt, so absolut hoch. Okay. Es war eine ganz liebe Wohnung. Aber das ist ja, warte mal, Marius, das ist ja... Also ist ein absoluter Mitbewohner-Atze. Das ist ja, dass er da pennt und nicht da wohnen. Er ist ein absoluter Mitbewohner-Atze. Das ist ein Classic. Oh, danke dir. Hier wird die Jury bestochen an der Stelle. Das sehe ich auch so. Wir hassen große, lange. Lange Männer sind Hosen unter der Hose. Lange Männer hingegen sind Männer, die lang sind. Nee, ja genau, nicht zu verwechseln. Lange Männer sind Hosen unter der Hose, die habe ich gerade an und die haben mich komfortabel auf einen zweiten Platz gebracht, wenn ihr sie gesehen habt. Lange Männer sind Männer über 1,85 und die hassen wir. So. Okay, Männer über 1,85 hassen wir, dann kommt Alex trotzdem ein absoluter Mibebo-Atze. Absoluter Mibebo-Atze. Ja. Männer über 1,87. Ich möchte präzisieren. Außer wenn du was möchtest. 1,87. Okay, warte mal. Welchen Mann über 1,86, welchen Mann mit 1,86 gibt es? Habe ich gerade konkret eine Vorstellung? Wichtig, das ist ganz wichtig. 1,87 ist die Grenze, ab dann ist man ein langer Mann und dann ist es ein Problem. Okay, dann ist es ein Problem. Ja, weil die Männer, die 1,86 sind, die sind so ein bisschen humble. Die sind so ein bisschen, ich bin in der 1,80 Kategorie, weißt du, ich bin noch nicht close to 1,90. Die sind gute Menschen. Okay. Die sind close to the alle, fall. Allesamt, jeder von denen. Ja. Leute, Honolulu würde ich absolut sofort in meine WG holen. Honolulu ist der groteske Atze. Honolulu hat überhaupt erst möglich gemacht, dass wir Tearless Tuesday und Tearless Thursday überhaupt haben, weil er mir den Laptop geschenkt hat. Stimmt. Mit dem wir diesen Stream, nicht den hier, sondern den ich normalerweise mache, aufbauen konnten. Das kommt Zahnbürstentier, oder? Honolulu, genau deswegen eindeutig Zahnbürstentier, weil Chat, seinetwegen sind wir hier. Das ist unser Boy, André. Ein Applaus für Honolulu im Chat. Ich möchte auch einmal was hinzufügen noch. Jenny P6 auch was in den Chat, weil er hat diesen Emote möglich gemacht. Ich habe häufiger, frage ich mal Leute, ob sie mir Playlists schicken können oder irgendwas zum Hören, wenn ich arbeite. Und er hat mir mal seinen Podcast geschickt. Mhm. Keine Ahnung von nix. Ich bin mir nicht sicher, worüber sie geredet haben. Wahrscheinlich seine von Stimme nix. Es war relativ belanglos, aber eine schöne Stimme. Überkrass. Ja. Ganz schöner Mann, ganz schöne Stimme. Hör die manchmal zum Schlafen. Ich muss an der Stelle sagen, kein Bezug zu Honolulu-Mann, außer im Chat. Und da immer nur positive Vibes. Ja. Es war immer nur alles gut. Ich würde meine Zahnbürste teilen. Guter Typ, starker Atze. Wirklich starker Atze. Chat. Kontroverser nächster Charakter. Chat, Anni ist für mich wahrscheinlich die beste Mitbewohnerin, die man sich vorstellen kann. Safe. Es ist ein bisschen unfair, dass ihr Name mit A anfängt und sie deswegen in der Liste ganz weit vorne ist, aber ja, Anni auf jeden Fall Top-Tier. Anni ist Top-Tier, wenn es jemals eins gegeben hat. Ich schwöre für mich ohne Frage. Domme ist auch im Chat. Domme und ich wurden von Anni neulich bekocht, ohne danach gefragt zu haben. Hat Anni uns so unfassbar leckere, sie hat einen Masala gemacht und dann hat sie, weil sie weiß, dass ich Magenschmerzen hatte die letzten zwei Monate, hat sie gesagt, ich habe vorsichtshalber noch eine Buchstabensuppe für dich gemacht. Und ich meine, wenn was Liebe jemals war, dann das. Wie kann ein einzelner Mensch so eine Queen sein, Dicker? Ja, ja. Teilen wir mit ihr die Zahnbürste, nachdem wir ihr großartiges Masala gegessen haben. Oh ja. Diese Zahnbürste wird geteilt, Anni. Diese Zahnbürste wird mit Vergnügen. Oh, Honolulu ist da! Honolulu! My man!
Atze. Frau Lulu war die ganze Zeit da. Oh mein Gott, wie geil. Die Sache ist, Anni hat, wenn sie ein was jemals verdient hat, war das definitiv der Top-Tier in dieser Kategorie. Auf jeden Fall. Und Anni ist ganz weit vorne. Let's go. Also, Atzenweiß und alles Top-Tier. Voll, Atzenweiß sind alles Top-Tier. Wer ist das hier? Das ist Arthur. Ach, Arthur. Arthur! Das ist Arthur in seinen Before-Daddy-Days. Ja, ich... Oh, die Sache ist, ich hätte Arthur einfach so gerne als Mitbewohner, aber ich weiß nicht, ob ich mir den Zahnbürsten tauschen. Stopp. Das muss ich jetzt auch so sagen. Wir erinnern uns an frühere Zeiten. Wir erinnern uns an die Berthold-Arthur-WG. An die Berthold-Arthur-WG. Ah, da war ja ein relativ schwieriger Mitbewohner. Und wir wissen nicht, in welchem Ausmaß Arthur daran beteiligt war. Muss ich gerade mal ganz ehrlich sagen. Ich muss sagen, ich glaube Arthur, also ich liebe Arthur, wir alle lieben Arthur, darum geht's hier gar nicht. Aber wir alle lieben Arthur. Ich würde für sein Kind sterben. Auf jeden Fall. Safe, auf jeden wir Fall. Alle. Ich feiere vielleicht mit denen Weihnachten. Wollen wir Stop. Mit einem Kind wohnen? Ja, wir wollen ja das Preis. Genau, das ist das Ding. Ich liebe wollen. Arthurs Kind, ich würde für Arthurs Kind sterben, aber ja. Es ist ein Kind. Nicht aber. Es wird manchmal, wenn du eine Klausur hast morgen, wird das Kind sagen, ja, ich bin heute scheiße drauf. Weißt du, was ich dann mache? Konzi, ganz ehrlich, weißt du, was ich dann mache? Also wenn ist das ein Plus. Aber die kommen halt als Package Deal, das muss man schon sagen. Na klar, ich würde Anna auch sofort mitnehmen. Ja klar. Also ich nehme alle drei. Die drei. Sofort, das ist meine WG. Und ich würde sagen, das wird voll bei euch. Es wird dieser Scheiße stinken. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass Arthur ein bisschen messy ist. Also nicht messy im Sinne von, er ist ein Messi, sondern er ist so ein bisschen unordentlich. Ja. Die Sache ist, niemand streitet sich darüber, ob wir Arthur lieben. Das ist keine Frage, es ist gar keine Frage. Es geht darum, ob wir mit ihm wohnen, weil das wäre schon niemand, Stress. Niemand also fragt ob wir Arthurs Kind und Frau absolut... Ich sehe bei Arthur, wenn jemand es machen kann. Er ist absolut 100%ige Arthur. Wir lieben Arthur hier. Ich sehe ihn nicht in der Kategorie Zahnbürste teilen. Ich sehe ihn da nicht. Ja, ich werde hands thrown mit jedem, der sagt, Arthur nicht gut. Ja. Ich würde persönlich einen Boxkampf starten mit jedem, der irgendwas gegen Arthur sagt, aber ich will nicht mehr sagen, dass er einfach wird nie mit einem Master dann. Keine Ahnung, von nichts jetzt auf Spotify hören. Keine Ahnung von nichts auf Spotify. Ja. Keine Ahnung von nichts auf Spotify. Keine Ahnung von nichts auf Spotify einschalten. Jetzt der schaltet sofort aus und hört euch den Podcast an. Es gibt schon 14 Folgen. Ja. Sind alle sehr geil. Alle sehr lieb. Okay. Aber ja, ich würde Arthur sogar noch eins höher packen, weil der whole Package Deal mit Frau und Kind ist für mich viel mehr wert. Absoluter Mitbewohner. Also ich bin auch der Meinung, Zahnbisse teilen fühle ich nicht, aber alles andere fühle ich. Vielleicht, ja. Maxi, du bist da drauf. Ihr habt keine Chance. Barki! Unser Homie Barki. Hey Maxi, ich würde dich trotz Differenzen ganz gut mitpacken. Break the. Möchtest du nicht da drauf sein, Maxi? Ich glaube nicht, dass das geht. Möchtest du es raus? Wir können nicht raus. Nein, nicht als Mensch, als Mitbewohner. Ja, aber es ist hier. Lass uns mal Maxi rausnehmen, er hat keinen Bock drauf. Ich finde, wer keinen Bock hat, hat Maxi keinen Bock. Fertig. Maxi wird rausgenommen. Ich einfach nicht, aber mach ruhig weiter. Wir ranken Maxi nicht, auch wenn er Top-Tier wäre. Aber wir ranken Maxi nicht. Hey, in meinem Leben ist er ein Top-Tier. In meinem Leben wäre er einfach Top-Tier, weil if der Mitbewohner. Wir haben auch gesagt, bei Konsti, Marius und Maxi lasse ich die beiden nicht. Hey, stopp, ganz kurz. Ich möchte zu Maxi was sagen. Ich möchte Nein, wir sagen Ich werde zu Maxi. Pass auf. Einmal oder hier noch. Es existieren Differenzen. Wir sind Mitbewohner für die Information. Aber ich würde niemals einen anderen Mitbewohner wollen. Danke, Konzi. Ich sitze genau hier. Wir schmeißen Marius raus. Wir nehmen Dennis. Die Sache ist, cute as fuck, wir schmeißen Maxi raus auf persönlichen Wunsch. Weil ich finde, wer nicht gerankt werden will, muss nicht gerankt werden. Ja. Ja. Okay. Wir lassen ihn einfach raus. Ja. Wir lassen ihn raus. Oh nein, was machst du? Oh, ich weiß es nicht. Oh nee, das war laut. Okay, die Ziel ist das vorbei. Okay, nächster Mann. Barki. Darf ich okay. mal zurück auf meinen Platz? Sorry. Barki wird extrem reinlich sein. Davon Quasi, gehe ich du aus. Musst ein bisschen rutschen. Bisher haben alle Menschen mit diesen. Ja. Was für Rutschen? Ich bin schon ganz, ganz auf der Quasi, Seite. Deine Hüfte ist so und meine ist so und du hast so viel. Warum? Du bist noch nicht ganz an der Seite. Du bist hier. Du bist nicht ganz an der Seite. Khan ist on the edge. Du bist hier. Ich wollte in der Kamera bin, meine ich. Mann, ich wollte einen Scherz machen. Edge of Glory. Ihr könnt gerne die Kamera verschieben, by the way. Barki ist extrem reinlich, weil ich auch... Manspreading im Livestream. Ich glaube auch, dass... stimmt, wir müssen eigentlich... Lass mal ein bisschen... Ich mag das. Ich mag das nicht, hier zu sein.
Okay. Baki, ja, du sagst, du denkst, er ist extrem reinlich. Ich glaube, er ist sehr sauber. Okay. Ich glaube auch, er ist sehr leise. Mhm. Und ich glaube auch, er wird mit auf eine Party kommen und gerne Fotos von einem machen. Weil er ist das ist für mich ja auch der Top-Tier-Baki-Punkt. Stopp, weil man du hast einen Mitbewohner, der die ganze Zeit Fotos von allem macht, was passiert. Und ich glaube, ich fände das extrem weird und würde nicht wollen, dass es so abläuft. Ey, ich dachte das auch, bis diesen Sommer, als Konfi von allen Fotos gemacht haben, wir so, okay, alles klar. Es ist, ja? Aber ich finde, wir sind ein bisschen... Was willst du mit unserem... Wir waren halt, da war viel zu viel über uns. Aber ich kann Uwe Worte. Uwe ist auch einfach nicht im Bild. Ja, Uwe hat ja gesagt, er will auch nicht ins Bild. Oder? Wir können alle einen weiterrücken, Uwe. Mach mal so Hunde da rein. Anyway, Baki, ich finde das mit den Fotos auf jeden Fall cool. Das wird bestimmt auch nervig sein. Aber die größtenteils ist es halt cool, jemanden zu haben, der, man ist ja als Mitbewohner auch ein bisschen so eine kleine Community in sich geschlossen. Also ich habe mich mit Max und Özge habe ich auch so ganz eigene Dynamiken so, ne? Und ich würde es halt cool finden, wenn wir jemanden hätten, der diese ganzen Sachen, die ich an uns untereinander liebe, auch irgendwie festhalten würde. Dafür wäre Baki halt da. Baki, bessere Özge, wenn wir, also wenn... Stopp. An dieser Stelle interveniere ich. Nicht nur, weil bessere Özge gefallen ist und ich meine, wir wissen alle, das funktioniert nicht. Sondern vor allem an erster Stelle, weil... Also jemand, der Sachen dokumentiert, ist halt nicht so die best contribution so zu einer WG. Das ist halt einfach so ein, ich bin so ein Dokumentationsspot. Ich bin so ein, hi, ich beobachte, ich habe immer geile Fotos, aber es ist jetzt nicht so jemand, der was extrem krasses beiträgt. Okay, aber du warst schon mal bei Konzi in der Wohnung. Und du bist schon mal durch deinen Flur gegangen. Absolut. Und du hast nach rechts geguckt. Da hängt meine fucking Postkarte. Und da hängen Bilder von ich all seinen Freunden. Bilder. Es ist so geil. Es ist so schön. Das wäre deine Wohnung, wenn Baki da wohnen würde. Ja. Aber die Sache ist, das würden wissen wir nicht. Das wissen wir. Okay, wir wissen die Sache Baki ist noch viel mehr ein Fotoatze als du. Das Problem ist ja weniger, dass ich das cool fände, safe. Aber möchte ich jemanden bei mir wohnen haben, nur um diese Rolle zu haben? Weil ich finde, es ist eine sehr einseitige Rolle. Das ist so eine dokumentatorische, ich bin immer hinter der Kamera, ich halte alles fest. Und deswegen finde ich die cool Rolle. Und das würde ich nicht wollen von einem Mitbewohner, weil ich ja auch will, dass der da ist, dass der Bock hat, dass der Spaß hat. Du als jemand, der Baki nicht kennt. Ich als jemand, der Baki nicht kennt. Muss natürlich wissen, dass Baki auch ein absolut cooler, lockerer, so ein sehr in sich ruhender Mensch ist. Ja, es ist einfach zu warm hier. Es tut mir leid. Ey. Ja, okay. Ey, Akarius, es war natürlich nur ein Prank. Ich würde niemals irgendwen aus meiner WG austauschen. Ich bin sehr zufrieden mit der Gesamtsituation. Özge, generell nicht austauschbar. Ja, fertig. Schwer austauschbarer Mensch. Stopp, nicht austauschbar. Aber Baki, ich würde sagen... Das ist auf jeden Fall ein Arzt, mit dem man es machen kann. Mit dem man es machen kann, ja. Safe. Okay, ja. jetzt kommt ja aber ein Punkt hier. Banane Marmelade. Banane räumt nie auf. Er baut nie ab. Mittlerweile macht er es manchmal ein bisschen. Er will immer gehen und sich raussneaken und sagt dann nur so, mindestens oh, mein Bus gelb, kommt in komm drei mehr. Minuten. Sorry, ich darf nicht mehr abbauen. Das ist Indiz 1. Ja. Indiz 2. Ich kriege jedes Mal von ihm einen zerknüllten Geldschein als Entry. Was denkst du, wie wir wieder mit seiner Wohnung umgehen? Kein persönlicher Seller an Banane. Wir lieben Banane. Also wenn er Geld hasst, dann ist er für mich ein Homie. Aber er hasst ja das Geld nicht. Er behandelt Seins nur ein bisschen... Vielleicht liegt es daran, dass er Geld hasst? Wie oft landet er im Prize Money, ganz ehrlich? Heute ist er im Prize Money gelandet. Okay, dann weg mit ihm. Weg mit Banane. Nein, Banane ist wirklich relativ schwierig einzuordnen, weil ich kenne ihn halt privat so gar nicht. Er ist wahrscheinlich der, den ich am wenigsten kenne von allen Leuten hier. Deswegen, so. Deswegen müssen wir unsere Ansätze nehmen, die wir hier haben. Also wir wissen, wie er auf der Weekly mit der Reinlichkeit und den Sachen umgeht. Er vergisst häufig Flaschen wieder. Er hat heute seine Flasche wieder vergessen. Schon wieder? Nee, ganz letztes Mal halt. Schon wieder. Immer vergisst du alles, Banane. Runter, weg. Er ist hier noch, oder? Nee, er ist schon weg. Er sagt, okay. Ja, dann könnte das Slender richtig losgehen. Nein, also... ja, ich finde Banane kann ein wenig. Was machst du da? Ich ändere die Farben. Das hat mich total fertig gemacht, dass zweimal dieselbe Farbe da war. Okay. Und Rot ist halt Red Flag. Rot ist keine gute Farbe. Wir machen Gelb. Es sind immer noch Atzen. Wir machen Gelb. So. Okay. Ja, ich würde sagen, Banane schon
schon irgendwo, wenn es halt sein muss, oder Atze, aber kein Minowurz. Eins von den beiden. Ich glaube, ich würde mich mit ihm gut verstehen. Okay. Ich glaube, was bei Banane dazukommt, was ich zum Beispiel mit Ahmed nicht habe, also dass ich mit Banane, obwohl ich ihn nicht so gut kenne, das Gefühl habe, immer eine gute Wellenlänge zu haben, weißt du? Ahmed war immer lieb und freundlich zu uns allen so, aber ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich mit ihm eine gute Wellenlänge habe. Und wenn Ahmed der Gatekeeper für dieses Tier ist, dann ist Banane auf jeden Fall darüber, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich mit ihm unterhalte, er ist auf jeden Fall, weißt du, wir teilen so, keine Ahnung, so ein bisschen so die Art von Humor, so ein bisschen, wir können so ein bisschen so rumschnackseln, man sagt schnackseln, sagt man bei den Kids heutzutage, oder? Schnackseln, sagt man. Deswegen Banane für mich auf jeden Fall hier. Wenn ich ihn besser kennen würde, hätte er wahrscheinlich eine Möglichkeit aufzusteigen, aber ich kenne ihn halt leider nicht so gut. Ja. Benno hingegen, oh mein Gott, Digga. Er würde in der Wohnung nicht existieren, aber du wärst trotzdem auf der Wellenlänge mit ihm. Er wäre immer auf Arbeit und irgendwas machen, aber er wäre komplett sauber. Wir ranken alle Berlin-Melee-Arzen nach Mitbewohnerfaktor. Benno ist ein Geist in deiner Wohnung. Benno ist wahrscheinlich wirklich ein Geist in deiner Wohnung. Er würde nicht existieren, außer wenn du ihn gerade brauchst. Dann sagt er so, hey, ja klar, kann ich dir mal schnell was vom Supermarkt holen. Aber ich glaube, wenn du zu Benno sagst, Benno, ich würde gern zu meinem Geburtstag eine Homeparty machen, dann würde er sagen, ja klar. Ja, er wäre halt nicht da. Ja. Wahrscheinlich. Oder er würde hingehen, ein bisschen so an der Ecke sitzen und sagen so, boah, nee, keine Ahnung, ich gehe jetzt einen Spaziergang machen oder so. Oder das glaube ich nicht mal. Ich glaube, er würde sich halt so assimilieren und so bisschen, auf seine Benno-Art sich assimilieren einfach so, weißt du? Ja, okay, ich sehe es. Auf jeden Fall, also keine Frage ganz oben hin. Also, ja, Benno gehört, also er ist nicht Anni. Keine Diskussion. Ich glaube, Anni hat hier eine sehr schwierige Position zu überwinden, aber... Ja, weil er ist der perfekte Mitbewohner, aber halt nicht aktiv so. Er ist ein passiv perfekter Mitbewohner. Ja, genau. Er ist da und du kannst wirklich alles machen und er passt dich perfekt an deine Bedürfnisse an. Ja. Das ist zu weit. Aber er kocht halt nicht für dich. Ey, vielleicht kocht er für dich. Und hast du schon mal mit Benno zusammen gegessen? Ich weiß nicht, ob er für dich kocht. Ganz auch hier. Okay. Okay. Anyway. Na, also ich sag das Benno hat ja mal 2 Wochen lang nichts gegessen, so aus Spaß. Mhm. Dementsprechend hat er in diesen 2 Wochen auch nichts gekocht. Ich glaube, wir müssen und ganz kurz das, und das halte ich ihn von allen anderen. Schlechte Quote. Ich finde, wenn wir hier über Menschen reden, müssen wir ein bisschen zurückhaltender sein. Nein, wir lieben Benno. Wir lieben Benno. Das ist keine schlechte Sache, aber das ist eine schlechte Kochquote. Aber mit Personal Infos auch ein bisschen zurückhaltender. Ich finde... Ach so, Oh, die Kategorien haben Farben geändert. Ich finde, es ist ein Classic Grün. Benno? Ja. Du kennst ihn gar nicht. Er war noch nie da. Er hat die coolste Urkunde aller Zeiten bekommen. Das kann ich nicht anders sagen. Eben. Ich habe dreimal Chic gemalt und Chic war mein Favorite zu malen. Also er kommt da oben hin. Also er ist aber ganz oben. Tut mir leid, Heide, aber du bist da halt ein bisschen... Also erstens, kennst du ihn nicht? True, absolut wahr. Zweitens, und zweitens, er ist schon hier. Wo soll er noch hin? Genau da soll er hin. Fertig, wir machen weiter. Wir müssen nicht weiter drüber reden. Weil Kevin hingegen. Marius hat mal mit Kevin zusammen gewohnt. Hat mit Kevin gewohnt. Marius hat Expertise an seinem Freund. Ich weiß das. Da ist er. Marius, ist Kevin der beste Mitbewohner? Spielt er dir Klavier vor? Dicker, Alter, ich hab ohne Witz Mitbewohner, wo ich hingehen kann und sagen kann, hey, ich bin heute traurig, ich spiele was auf dem Klavier vor und er spielt die schönsten Sachen. Das würde Bob Target machen. Und das würde er auf jeden Fall machen. Und das ist Top-Tier in meinen Augen. Jeden Samstag Pancakes, Dicker? Sorry, aber ich glaube, Anni wurde abgelöst gerade. Anni wurde abgelöst. Samstag ist Stecken mir die Zahnbürste in den Mund-Tag. Ey, vor allem so, er redefined das Wetter. Er spielt dir nicht nur was auf dem Klavier vor, wenn es dir scheiße geht, oder auch wenn es dir gut geht. Auch auf der Gitarre. Er ist auch noch am Pancakes maken. I could never. Ey. Brian hingegen. Weiter unten. Er kann auch Musik spielen. Marius, dir ist was runtergefallen. Nee, nicht, sorry. Er hat eine Band. Ja, und ich habe Brians Band auch schon live gesehen. Das war richtig sick. Marius und ich waren beim Konzert. Das war wirklich sick. Ich bezweifle halt, dass er Pancakes macht. Das Problem, was ich mit Brian habe, er hat zwar eine Band und wir lieben Musiker. Ich würde immer mit einem Musiker zusammenziehen. Ja, okay. Aber er ist Drummer. Oh. Und das ist die schwierigste Art von Mitbewohnermusiker. Das weil ist absolut die schwierigste Art. Atzen müssen drummen, Dicker. Shorty muss drummen, Dicker. Aber Drums ist knackig. Ich habe aber 2 Tiers runter. Oh. 2 Tiers runter schon? Ich meine, wie viel schlechter als Mensch kann er sein? Ja, er ist halt aktiv schlechter Einfluss im. Also nicht, weißt du, nicht wir hassen ihn mäßig, aber halt. Ist halt laut. Also, ich würde sagen, Brian ist ein Arschloch und er muss ungefähr bei Barki landen. Wir hassen. Ey, Dario,
Nein, also unser nächster Mann ist Dario. Dario hat mir einmal, wir hatten bei uns Stromausfall, bei uns zu Hause, Max, Özge und ich. Und Dario hat mir Tür und Tor geöffnet und hat mich bei sich übernachten lassen und hat mir sogar korrekte vegane Rührei gemacht zum Frühstück. Dario, er ist für einen Atzen da. Seine Wohnung ist ein bisschen klein für mehr als eine Person, weil es eine Einraumwohnung ist. Ah, das ist schwer mit ihm zusammen. Aber zu zweit kann man das gut regeln. Und ich würde mit Dario auch in einer Einraumwohnung wohnen. Ich sag's dir, Dario ist für mich safe hier. Aber stopp, ist das nicht, also alles, was du bisher gesagt hast, klingt nach einem absoluten Mitbewohner. Ja, ich muss sagen, fairerweise, Dario war nicht vorbereitet darauf, dass ich komme. Und ich war sonst noch nie bei ihm zu Hause, außer an dem Tag. Dario ist nicht mehr da, leider. Denn wie gesagt, es geht hier gerade um Mitbewohner, nicht Gast sein darf. Nein, ja. Das ist schon ein bisschen anders. Ja. Das heißt, was ich sagen will, ist, er war nicht vorbereitet, als ich kam. Weil ich spontan, wir hatten Stromausfall in der Wohnung und ich wollte halt nicht in einer Wohnung ohne Strom pennen, vor allem, weil es auch kalt war. Ich hab einen Schluck auf, ich bin tot. Ach ja, jemine. Ja, Mann. Viel Erfolg beim Ankämpfen dagegen. Mir hilft immer sehr viel Wasser trinken. Und obwohl er unvorbereitet war, war es ein hervorragendes Erlebnis. Also er hat sich nicht aufs Gastgebersein eingestellt und es war trotzdem sehr nice, weißt du? Ja, aber wie gesagt, das ist ja was ganz anderes als für ihn zu wohnen. Weil wenn ein Gast kommt, dann tut man ja auch ein bisschen was für ihn. Ja, aber er macht es ja nicht. Er war ja nicht darauf vorbereitet. Er hat ja seine Pläne nicht dafür umgestellt, dass ein Gast kommt. Weißt du, was ich meine? Also er hat schon darauf adaptiert, dass du ein Gast bist. Das ist was anderes, als dass er die ganze Zeit da ist. Aber wenn Dario die ganze Zeit in meinem Leben wäre, ich will ganz ehrlich zu dir sein, dann wäre mein Leben vielleicht sogar noch besser, als es sowieso schon ist. Das ist fair. Und ich glaube, es geht niemandem hier anders, oder? Ich meine, gut, ihr kennt jetzt Dario nicht so gut, aber du kennst Dario ja wohl ein bisschen besser als Oves und Marley. Ich glaube, dass aber der Zahnbürstentier wird halt ein bisschen zu sehr Chat, hört mal kurz nicht hin, das ist jetzt diese Information ist nur für Konski, hört bitte nicht hin. Das war ein bisschen mein Plan. Ach so. Na gut, ich finde, die Zahnbürstentier ist perfekt von der Größe gerade. Oder? Und wir können da noch mehr Leute rein. Da können noch mehr rein. Da können, zum Beispiel Dario. Da ist er schon. Okay, wer ist der nächste hier? Dusan. Wir haben subjektive Meinungen dazu. Es gibt Leute, die mit Dusan zusammen gewohnt haben. Wer? Stevo. Er ist doch gar nicht hier. Bella. Die ist doch gar nicht hier. Aber wir haben doch sicher schon mal von denen gehört, was sie über Dusan als Mitbewohner denken. Nichts Schlechtes. Ja. Okay, darf ich auf ein Wort? Konzi, auch du dürftest ein kleines bisschen aufgeben. Ich glaube, Dusan... Konzi braucht für seine gesamte Hilfe... Konzi ist thick. Kajetas VH wohnt als Bassist einfach mit dem Drummer zusammen die Rhythm-WG sagt. Let's go. Ich habe meinen Arsch nicht gesehen. Konzi ist thick as fuck. Dicker, ey, es gibt ein Foto von Konstis Arsch in einer Radlerhose und das ist so unglaublich. Er ist thick. Ich versteht nicht. Ihr wisst nicht, was abgeht. Er ist ein thicker Mutterficker. Okay. Dusan. Weiter geht's. Dusan ist sehr bedacht auf Reinlichkeit. Mhm. Was ja based ist. Was based ist, absolut. Das kann ein wenig schwierig machen, glaube ich. Ich verstehe es sehr, weil ich glaube, ich bin genauso. Ja, ich hab dich wohnen sehen. Ich hasse Unordnung. Andererseits. Sag mal, wie es ist. Hast du mein Zimmer gesehen? Hast du die Anzahl an Spielzeugen gesehen? Ja, andererseits. Also Hass ist hier, Machen ist hier und manchmal haben die sehr viel miteinander zu tun und manchmal nicht so viel. Okay, fair. Ey, ich war noch nie bei Dusan, egal ob damals in der WG hier in Charlottenburg oder ob in seiner WG mit Stevo oder ob damals, als er alleine gewohnt hat. Aber es war folgendes: Es war noch nie unordentlich, aber es war auch noch nie zu clean. Du hast nie das Gefühl gehabt, er muss gerade einen Mord vertuschen, weißt du? Auf jeden Fall. Weil, kennst du diese Leute, wo du in die Wohnung kommst und das Gefühl hast, die haben gerade jemanden umgebracht? Meine Mom, so. Alter! Okay. Alter, das ist ich so ich wollte jetzt nicht am Stream deine Mom für Mörder outcallen, aber... Absolut. Okay. Deines Mutter ich hat einen dabei. Menschen umgebracht. Nicht meine. Mindestens einen. Könnte sie... Ich hab verstanden, Dennis. Sie könnte einen Menschen umgebracht haben und niemand würde... Und ich schwöre, niemand würde in der Welt der Wohnungen jemals was davon erfahren. Es sind auch so ein Ticken zu viele Krimi-Romane im Rohr, also so im Regal. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist so ein bisschen zu viel. Ich wurde letztens darauf hingewiesen, dass es, wenn du so in Cafés gehst, so nice Cafés in Berlin, ne? Dann sehen irgendwie 80% von denen einfach zu squeaky clean aus. Mir ist es vorher nicht aufgefallen und seitdem triggert mich das komplett. Es sieht nicht mehr gemütlich aus, es ist einfach nur noch weiß und schwarz und das war's. Und das ist, was ich sagen würde bei sowas. Stopp, was?
Warte mal. Ich habe Dusan vor Benno hinter Dario gepackt. Stopp, nee, das sehe ich nicht. Nein, das sehe ich nicht. Er ist nicht aktiv oder passiv daran beteiligt. Das sehe ich weder noch. Ich würde sagen, er ist ein absoluter Mitbewohner. Ja, Jan hat mich gerade gefoppt. Absoluter Mitbewohner. Er hat alle gefickt. Nein, Mann, Jan hat gerade einfach abgeräumt. Hey, Miri, Miri, was geht? Miri! Hello! Hey, Miri, ich habe original vorhin gesagt, dieses Tier, Atze, mit dem man es machen kann, sollte eigentlich nach ganz oben, aber... Ja, andererseits finde ich, genau S, da müsste er jetzt hin. Mit, ich S, finde er mit so. S meint, mit S meinte Marius Miri, damals, ich finde, das eingerichtet du hat. Hast dich spät eingeklinkt, bin einer sehr guten Meinung und ich finde es sehr gut, dass du da bist. Hallo, Miri. Wie Schuhe Hi, aus. Miri. Ey, Herr Jechers VH, wir ziehen Schuhe aus zu Hause. Schuhe werden ausgezogen. Schuhe werden ausgezogen. Schuhe ausgezogen, ist keine Frage. Ich will nicht slendern, aber Niki, Anni ist heute, weil wir reingekommen, hat die Schuhe nicht ausgezogen direkt. Konsti, du slenderst. Tut mir leid. Nein, oh mein nein, Gott. Nein. Sie, zu Hause macht sie das safe, aber ein runter. Ey, ich war neulich bei Anni. Warum machen wir Dusan da rein? Das hab ich gerade gesagt. Es ist safe, ein Mitbewohnerze. Aber, argue ja, me, that he's better than that. Ich glaube halt wirklich, das ist nicht so ein Ding, wo safe. Halt... Safe. Zahnbürste teilen, Alter. Du wirst schon ein Problem haben. Es sind zu viele Menschen, mit denen Dusan? Zahnbürste. Auf jeden Fall. Ich habe in meinem Leben noch nie Probleme mit Dusan gehabt. Ich auch nicht. Du seid jetzt überhaupt kein Mensch, der sich in deine Probleme einmischen würde oder sowas. Ich glaube, wenn du genau. Spaß. Ich glaube, wenn du mit dem stopp, 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 stopp. Wir tun so, als wäre, ich habe keine Probleme mit ihm, das Beste, was passieren kann. Das Beste, was passieren kann, ist, ich will meine fucking Zahnbürste mit dieser Person teilen, weil ich seinen scheiß Speichel in meinem Mund haben könnte. You know? Und da sind wir. Warum musst du das Nasty-Jingle lassen? Ja, das wissen wir nicht und ich finde... Nur anlassen, wenn man zu Gast ist, null Prozent... Ja, null okay. Ich glaube, ich habe es jetzt einfach vergessen. Ist die kontroverse Titel ist ever. Ja, das ist kontrovers, aber andererseits based. Ich finde, wenn ich darüber nachdenke, finde ich die Position fair. Ja, ich finde die fair. Danke. Er ist ein wirklich danke. Sehr guter Mitbewohner. Hört auf mich. Fabio, Dicker. Ich liebe Fabio wirklich auf dem Tour. Okay, jetzt muss was passieren. Wenn du jetzt Dragé slanderst, dann werde ich aber sauer. Er spielt WoW. Let's go. Max spielt auch WoW und ist stop. Der beste WoW Mitbewohner, den ich mir vorstellen kann. WoW-Spielen ist keine schlechte Eigenschaft. Ja. Kommt auf an, wie man spielt. Nein. Nee. Ich kenne die besten Menschen, die WoW halt spielen, so ist keine schlechte Eigenschaft. Es gibt welche, die schon wieder spielen. Nicht gleich. Ich leck viel zu viel. Ich glaube, du musst humble bleiben. Was geht? Wir sind gerade am Raten. War ich schon dran? Parsex ist Domme. Ich kenne euch. Aber ich will nicht. Wie kannst du bezeugen, wie sauber das bei mir ist? Hast du die Anzahl ich wurde der sauberen Orte gesehen? Ich bin immer der sauber macht Spaß. Fabio jedenfalls. Dumme, als Gast immer erst mit der Zunge den Boden auschecken. Hey Max, er spielt sogar jetzt gerade WoW. Und deswegen, Max ist auch ein sauberer Typ. Er ist nicht über squeaky clean, er ist wirklich angemessen sauber. Wir haben manchmal Phasen, wo wir uns ein bisschen gehen lassen. Und dann gucken wir uns an und sagen so, ja. Und er guckt mich an und sagt so, ja, du hast recht. Ja. Und dann und das ist genau dieses Level an Mitbewohnerei, die ich will, was Sauberkeit angeht. Okay. Dass wir uns angucken, wenn es wenn wirklich, wir haben eine relativ niedrige Schmerzgrenze, würde ich schon noch sagen, was eklig angeht, so, dass wir halt beide so sind so, keine Ahnung, da liegen Essensreste rum, das ist eklig, lass uns das jetzt behandeln, so weißt du so. Und wenn Fabio als WoW-Spieler in dieselbe Kategorie fällt wie Max als WoW-Spieler, sorry, ich kann gar nichts anderes machen. War eigentlich auch schon besser drin, aber... Argumentativ. Lupen rein. Lupen rein, oder? Tut mir leid. Das sagt Konsti mit Dennis. Ich will mal ein bisschen Level Advocate spielen. So. Das ist Young Hofer. Ich will nicht Young Seehofer, nein. Wer ist denn gerade? Jetzt kommt Hans. Okay, war mal ganz ich war noch die nie. Ich war nicht das letzte Mal. Aber das ist jemand im Top-Tier. Und ich check's nicht. Digga, ich... Stopp mal. Stell mal ganz kurz. Mit SSBM-Spielern rum. Wer ist das? Das ist Fabio. Die wir lieben ihn. Er ist Fabio. Spieler. Er war leider noch nicht da, als du mal da warst. Aber er ist der Giga-Atze. Wir lieben wirklich? Ihn. Ja. Er ist ganz hinten im Top-Tier. Er ist ein Grundpfeiler unserer Ich habe nichts gesagt. Weiter geht's. Welt. Fabio ist ein Grundpfeiler unserer Welt. Ja. Okay. Fair. Los, weiter geht's. Hans. Warte mal. Wer ist das? Wir können einander lesen. Das ist Hans. Das ist Hans. Hans war heute leider nicht da. Tell me about Hans. Absagen.
Hans ist die Art Mitbewohner, die immer absagen würde, weil ich habe doch noch was zu tun. Die Sache ist, stopp, aber mein Lieblingsmitbewohner ist genau diese Kategorie. Das ist, also, ich finde es großartig, mit ihm zusammen zu wohnen, aber er ist immer so, ich bin verabredet. Und das ist schwer. Oder? Ja. Das ist nach Namen. Aber grün mindestens würde ich trotzdem. Hans ist für mich immer noch ein türkiser Atze. Hans ist türkiser Atze. Auf jeden Fall. Er ist so, ich würde sagen, top of this tier. Aber was für eine Party bei euch macht? Dicker, Partys, die Hans veranstaltet, Partys, werden auf jeden Fall sick. Werden safe. Die werden sick. Nice. Die werden vielleicht ein bisschen außerhalb deiner Comfortzone stattfinden, aber dann entdeckst du neue Horizonte. Also, okay, also ich akzeptiere das. Also Dom hat auch gesagt, dass Hans nicht Anwalt ist. Das ist bestimmt nice, was schreibe ich. Ey, ich wohne ja mit zwei Juristen zusammen. Get up. Ich finde tatsächlich die Jura-Gespräche am Frühstückstisch nicht immer interessant. Ich finde Jura-Gespräche super lustig. Ich war 6 Jahre mit einem Juristen zusammen. Das ist hart, aber andererseits kann ich den gesamten scheiß Juristentalk so richtig gut. Du passt als Jurist. Als Lawyer. Gerade im Bereich Strafrecht bin ich richtig scheiß gut aufgestellt. Es ist kein Spaß. Okay. Ich finde beim nächsten muss ich pinkeln gehen. Das reicht mir. Ich muss pinkeln. Nee, Dennis, das ist du bist zu viel. Bist fertig mit pinkeln. Ich gehe jetzt pissen. Dennis kommt einfach nicht rein. Zahnbürste mit teilen. Dennis? Weil ich habe wahrscheinlich schon mal meine Zahnbürste. Wo ist Dennis? Das Dennis? Das ist Dennis. Das ist so ein Bild von ihm von der Hochzeit. Das zweite Bild, nicht das, wo du gerade drauf bist. Also Dennis offiziell. Entschuldigung, aber ich muss mal ganz kurz. Dennis ist nicht nur die Kategorie Zahnbürste teilen. Dennis ist Kategorie, ich beziehe die Couch neu. Stopp, ich beziehe nicht dir die Couch neu. Das muss nochmal gesagt werden, Dennis macht fantastisches Rührei. Dennis, das weiß ich gar nicht. Aber Dennis bezieht nicht für dich die Couch, sondern für sich. Und das ist einfach, ich finde, sowas muss appreciated werden. Wow. Oder? Finde gut. Ja. Dennis ist auf jeden Fall, wenn jemand im Top-Tier ist, dann Dennis. Ich habe keine Ahnung, wer der Platz 1 im Top-Tier ist. Ich kenne diese Person nicht. Ich glaube es euch. Kevin. Ich weiß nicht. Er spielt Musik für dich und macht Pancakes am Samstag. Ich kenne nur einen Kevin und der macht definitiv keine Musik oder Pancakes. Er ist sehr langsam. Kevin ist auch guter Mitbewohner. Auch sehr guter Mitbewohner. Ich würde ihn feiern, aber er wäre eben nicht die Kategorie Pancakes und Musik. Okay. Kevin Moller. Ist das nächstes Jahr? Ich habe eine Smash. Für die nächste? Nicht für nächste? Wie gesagt, ich kann das jetzt. Oh mein Gott, ich bin als nächstes. Wir können Esteban anrufen. Also ich finde, hier ist er safe. Die Frage ist, es er höher? Telefonjoker Esteban. Esteban ist ein Hund, Alter. Was? Oh, okay. Er soll mal seine Töpfersau machen. Okay, neulich stand da ein Topf rum, über eine Woche, Alter, mit so Schokolade drin. Es hat angefangen zu schimmeln, Alter. Der Esteban macht einen Scheiß, aber. Wow, das ist heftig. Das ist eklig, Alter. Ich bin immer die Mutter, die in der Gruppe schreibt. Ich glaube wirklich, bei Mitbewohnern, bei diesen ganzen Leuten hier, ich glaube, die meisten Leute, lassen so keine Töpfe verschimmeln. Ich nie, Alter. Aber ich glaube, wir müssen mal anfangen, nach so einem Maßstab auch zu messen, weil ich glaube, dass wirklich diese 10%, bei denen das passiert, die müssen runter. Die sind wirklich, also... Das ist wirklich hässlich, Alter. Das ist schlimm. Dennis, würdest du Töpfe rumstehen lassen, die du benutzt hast? Nein, ich wasche sie sofort ab. Ne? Jedes Mal. Same. Immer abwaschen. Oder zur Not eins über Nacht stehen lassen. Und Jojo macht das nicht, oder was? Über Nacht stehen lassen ist okay. Jojo macht das nicht, oder was? Nein, es geht um Jan gerade. Ah, wo ist Jan denn? Ja, da. Hier, ah, ist Jan lässt Töpfe stehen, oder was? Nein. Warum lässt du denn Töpfe stehen? Weil ich hab doch... Der Einzige, das nicht macht. Jan, du warst mal so cool. Dennis, ich hab Jans Mitbewohner halt das Dings... Also, Jans neuen Mitbewohner hab ich halt den Spot besorgt. Genau. Weil das ist halt ein Kumpel von einer Freundin von mir. Ah. Und... Scheinbar hat der Schokolade im Topf verschwunden. Was? 8 Tage. Und wenn Jan sich darüber beschwert, dann würde ich sagen, das ist ein absoluter Mühe-Worte. Also über verschimmelte Schokolade finde jeder normale Mensch. Verschimmelte Schokolade. Verschimmelte Schokolade muss sich jeder aufregen. Zersplittertes das Gehirn. War schon sehr ungeil. Leute, Jojo wohnt ja buchstäblich unter der Treppe, wie bei Harry Potter. Echt jetzt? Er wohnt in so einer Kammer einfach. Der wäre auch fast bei mir eingezogen. Ey, das wäre wahrscheinlich super sick, weil seine Lebens... Ich glaube, Jojo kannst du wirklich einfach nur, egal welchen Space, geben. Und er war so, ah, okay, ich wohne hier jetzt. Ja, perfekt, dann bin ich jetzt hier. Ich habe 8 Quadratmeter Zimmer, er wollte da rein. Es hat nichts ausgemacht. Sein Zimmer ist kleiner. Ja, ich weiß. Ja. Sein Zimmer ist klein. Aber halt auch billiger. Ja, mein Jojo's Team ist so klein, dass da kein Bett reinpasst. Die Wand ist an seinem Kopf und auf der anderen Seite der Wand ist er. Also, what? Ja. Es ist ein kleiner Schrank. Es ist sein Zimmer. Es ist wirklich so 2-3 Quadratmeter. Du
Also der hat ein auf, Bett. Auf den Briefen steht Stellen unter der Treppe, ja, auf seiner Adresse. Er zahlt auch ganz wenig Miete. Ja. Und die Eulen den bringen. Aber, wollen wir Jojo auf ganz oben? Wollen wir eine der braucht nicht viel anscheinend. Eine Zahnbürste mit dem Teil, das ist jetzt meine Frage. Das Ding mit Jojo ist, ich glaube, Jojo ist halt, du kannst mit Jojo immer alles machen. Ich habe Jojo noch nie zu irgendwas Nein sagen können. Original, egal was du machen willst, so, Jojo, wir machen das und das. Also, ja klar, bin ich dabei. Ja, hau rein. Jojo, wir machen an einem Tag folgende drei Sachen machen wir in einem Tag. Wir gehen erst bouldern für 3 Stunden. Er so, ja klar, ich bleib sogar länger. Dann, okay, Jojo, danach gehen wir was kochen irgendwo. Also ja klar, ich bring Zutaten mit. Und dann sagst du, Jojo, und dann gehen wir mal schön auf eine WG-Party und lass uns mal richtig schön vorlaufen. Er so, ja klar, darauf warte ich den ganzen Tag. Jojo ist immer dabei. Er ist so ein Arzt. Ich glaube, Jojo ist ganz oben hin. Er ist wirklich, also, er ist so ein... Ganz, ganz vorne. Und das Ding ist, ich weiß nicht, wie Jojo innerhalb von 4 Wänden ist, aber außerhalb von 4 Wänden ist er eine Legende. Er ist deutscher Ditto einfach. Er ist einfach deutscher Ditto, Dicker. Jetzt kann man ganz vorne hinbauen. Ganz, ganz vorne. Ganz vorne, wirklich. Er ist so anpassungsfähig. Er macht er die Pancakes, though? Das wissen wir nicht. Aber er ist auch Jojo. Ich glaube, er kocht schon. Jonas, denke ich ohne Frage... Junge, Jonas wäre, glaube ich, richtig sick. Jonas ist noch viel sicker als Ditto. Er passt sich gar nicht an. Er weiß schon vorher, was du willst und macht es jedes Mal ohne nachzufragen. Ey, imagine mal, du hast halt einfach den Weekly-Stream, ja, aber halt als Mitbewohner. Das ist so krass. Das halt, du sagst das so, boah, ey, Alter, so, keine Ahnung, so eine Mikrowelle wäre ganz gut. Und er ist dann so, okay. und hier habe ich eine, hier habe ich eine programmiert. Ich programmiere eine Mikrowelle. Genau das soll ich auch mal sagen. Ich programmiere eine Mikrowelle. Mir egal. Das würde er machen. Okay, das ist klar. Wer ist das nächste? Das ist Julian. Das ist Julian. Er ist auch ein Hartner. Da müssen wir Jonas mal fragen, ob er da Erfahrung hat. Jonas! Er ist draußen, glaube ich, gerade. Jonas ist draußen. Also ich sehe ihn irgendwo. Ich geh ihn mal holen. Wir fragen den Bruder von Tufsi, die top heaviest Tier. Ja, weil wir nur alle in Kazonen packen. Ey. Man will halt niemanden nach unten ziehen, außer man hat einen guten Grund. Ich bin der Barton wurde schon gerobbt. So. Eigentlich wurden alle schon gerobbt. So. Alle, die nicht ganz oben sind. Einfach alle ganz oben, mein Freund. Ist ein bisschen problematisch, dass wir Leute das. Nur ein bisschen. Ich habe ja schon gewundert, so, nach welchem Kriterium wollt ihr jetzt die Leute sortieren? Ich hatte eher gehofft, auch, dass es sowas ist, wie so würde ich ein Bier mittrinken. Ja, das finde ich noch schlimmer. Weil Mitbewohner kann man ja sagen, ich bin faul. Also wie viele Bier würde ich mittrinken? Kann man zum Beispiel so Banane und so Hahn zum Beispiel aussortieren, weil einfach so, die trinken ja gar nicht. Dann kannst du auch Happy Birthday trinken. Naja, gut, okay. Ja. Aber bei Mitbewohner kann ich auch von mir sagen, ja gut, ich bin ein bisschen nervig und so vielleicht. Es gibt Leute, mit denen kannst du halt 2-3 Bier trinken. Oder einen. Was soll man machen mit einfachsten? Wo du sagst, okay, ey, wir laufen und lassen uns jeden Tag volllaufen, dass wir sterben, Alter. Ja, okay, das ist nur das. Was will man machen, wenn alle Arzt sind? Das ist wirklich so. Das ist schwer. Wer ist denn nach Julian? Ich erkenne es gar nicht. Gut ist. Das Gussbild. Erkennst du das? Zur Hälfte durch, ne? Wer ist es? Wer? Nach Julian. Das ist Kahn. Kahn, oh shit. Ja, von dem habe ich, den habe ich 2-mal beim Mütli gesehen. Genau. Ey, er hat mich zum End of the Line gefahren. Er ist ein Homie. Hallo. Als nächstes ist Julian. Oh mein Gott, niemand kennt Julian. Stopp. Ja, das ist ein Bruder von Julian. Nein, stopp, ganz kurz. Das ist Julian Hartmann. Du kennst ihn auch. Jonas Bruder. Er ist cool. Aber wir alle lieben wir Julian. Wir wollten Jonas fragen nach seiner Meinung. Deswegen. Er hat mal in dem Haus gewohnt in Charlottenburg. Oh mein Gott, alle natürlich kenne ich ihn. Oh, nicht mehr? Er wohnt in Hamburg. Kaiser Friedrichstraße? Er wohnt in Hamburg. Ach, ja, stimmt. Da war Jan, all das ist dein das Space auf diesem Stuhl. Oh shit. Ich wollte es nur sagen. Ja gut, dann nehme ich ihn auch. Das hat mir gehört. Und seine WG, Hamid und Malte, meine Schulfreunde, die Ex von Dario und ein random Bumble-Date von mir gewonnen. Digga, Bumble-Date? Stopp. Random Bumble-Date. Das war nicht alles eine und dieselbe Person. Hätte er sein können. Was? Was du alles aufgezählt hast, hätte dieselbe Person sein können. Bumble, ja, lustig, die Ex. Aber das war nicht so. Das ist nicht so. Apropos. Obwohl ich war mal mit einem Bumble Date. Können Sie nicht der, eine Bumble Date sein? Mit der Mitbewohnerin von der Ex von Dario. Warte mal ganz kurz. Machen wir hier gerade ein Tierlist Thursday without the original Tierlist? Ja, wir machen ja nicht weiter. Wir besprechen. Wir besprechen. Okay. Wir ziehen ja nichts so wohin. Halt wie geil Julian, der ist ja seine Tierlist. Ich muss an dieser Stelle einfach. Aus Fairness, die Frage in den Chat werfen, ist es okay, dass wir das überhaupt ranken? Das haben wir auch schon angesprochen. Was ranken? Also Maxi bin ich gerankt auf jeden Fall. I don't know, die wollen, I guess.
Aber Menschen sind. Ist nicht böse gemeint, I don't know. Gedanken sind nicht unbrechbar. Ich mein persönlicher Take dazu ist, dass ich alles, was ich bisher erlebt habe, extrem viel Appreciation für die Person rüberkommt und dass es kein Slender ist und dass es hier nicht darum geht, hier irgendwie zu sagen, diese Person ist besser als Person A oder Person B, sondern eher so eine Art, wir zählen lustige Eigenarten der Person auf und sagen, mit denen könnten wir richtig gut und mit diesen Eigenarten könnten wir weniger gut. Es wird wirklich niemand geslandert. Und die Sache ist einfach, die letzte Kategorie, das Schlechteste, was einem passieren kann, ist, bist ein Arzt, aber kein Mitbewohner. Also, und ich meine, das ist halt, also da muss man auch sagen, das ist einfach nur sehr hoch. Und deswegen finde ich für mein Ich rede kurz zu Ende, aber danach darfst du sofort. Deswegen finde ich, habe ich nicht das Gefühl, dass wir hier gerade schlecht über Menschen reden, sondern dass es eher so eine Art ist, wir packen lustige Stories aus. Wir packen. Die Pizza ist da. Oh, schön. Konsti hat Pizza bekommen. Konsti hat Pizza. Ein umso besserer Moment, um ein bisschen länger einzusteigen darin, was ich sagen wollte. Ich glaube, dass der Punkt von dieser Sache ist mehr so, wir zählen lustige Eigenarten auf, wir ranken Finger. Auch, ne, das tun wir eigentlich nicht. Oh, shit. Easy. Okay. Anyways. Chat, ihr versteht mich. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das ist hier mehr ein Appreciation-Chat als in irgendeiner Art von Slender. Wir haben auf dein fucking Chat gewartet. Bis jetzt ist keiner dagegen zumindest. Naja, das würde ich jetzt nicht sagen. Keiner. Ich finde halt nach wie vor. Ich bin Sterli. Armrücken. Wo ist der. Ich glaube, du gewinnst. Ja, das wäre mega geil. Ich hab kurz meinen Faden verloren, weil ich einen Armdrücken hinterm Rücken gegen Jenny Kranzenberg gemacht habe. Punkt ist, niemand wird hier geslendert. Wir appreciaten jeden. Wir zählen lustige Eigenarten auf und hoffen, dass die Leute das als liebevoll und als wertschätzend erfindet, weil wir empfinden es genau so. Und wir freuen uns über euch alle. Los geht's, weiter geht's. Ich bin raus. Also ich hab mit ihm, wie lange? 16 Jahre im Zimmer geteilt? Oh, wirklich? Ja. Zimmer sogar? Ja. Zimmer geteilt? Ja, wir sind halt für Dudes gewesen. War das dein? Ja, der Space war, ist nach wie vor deiner. Das ist schon geil. Er hat mich zu Melee gebracht. Nice, das ist based. Das ist schon witzig. Schau mal ganz kurz, und hätte irgendjemand Jonas nicht zu Melee gebracht, dann würden wir alle suffern, und zwar auch Part-Time. Ich glaube, wir können an der Stelle auch was machen als das hier. Es können nichts anderes tun. Es ist einfach alternativlos. Julian ist Mindestabstand ein auf jeden Fall. Der beste Mensch der Welt bis hierhin. Richtig. Khan, though. Was machen wir mit Khan? Neulier. Er ist ein Homie. Er hat mich zu End of the Line gefahren. Das war sehr nett. Nice. Danke nochmal. End of the Line? Also er hat dich um die Ecke gefahren. Von Charlottenburg nach Charlottenburg. Ja, ja, genau. Okay. Oh, das ist noch weniger. Das ist noch weniger tatsächlich. Let's go. Es gibt Pizza. Ey, Chad, willst du Pizza? Ey, Chad, wollt ihr Pizza? Ja. Eddie Pech gehabt. Eddie Pizza's in the chat. Hello, Pizza Boy. Anyway. Ich weiß nicht, wer die Reese bestellt hat. Wir sind nicht gesponsert. Halt die nicht in die Kappe. Warte. you want to sponsor us? DM. Vom Pizzamann dazu. DM Berlin Smash for sponsoring contracts. Hey, what's up, we are reaching 16 viewers at the moment and it's just rising. Hell yeah. Hey, what's up, Doom Dude? You're still in the chat, what's up? Oh, Doom. Das kriegt man, wenn man Reese bestellt? Ja. Das kann man bestimmt. Das ist das Ergebnis. Es gibt an jeder Liebe. Ich würde mir ein Zeichen. 3, 2, 1, here we go. 3, 2, 1. Das, sind noch das mehr. War das erste. Das war okay. Sehr gut. Jetzt? Nein, das ist. Wir tun mal so, als würde ich mich daran stören. Ich störe mich daran nicht. Ich bin ein schlechter Mitbewohner. Oh shit, geil. Okay. Also, wenn du möchtest. Ja, gerne. Ich bin auch ein richtig schlechter Mitbewohner. Ja. Okay. Guten Hunger, Leute. Kando. Ich bin, glaube ich, legit ein guter Mitbewohner. Ich bin so jemand, die eine Person, die den Adventskalender, den wir alle machen wollten, nicht vergessen hat. Okay. Die eine Person, die ständig einfach viel zu geiles Essen kocht. Hat jemand und alle so, okay, ich esse mal mit. Mal sehen. Bei Peanut Butter. Welche rausfinden? Und ich mach's Bart, gerne.
Ich hab, hast du keine? Worin ich schlecht bin? Das wäre so weird. Das wär Bad machen. That's it. Bad. Das Badezimmer. Das Badezimmer. Ja. Ich hatte schon Junge, mein Mitbewohner hält sich schon wieder nicht an den Putzplan, Digga. Henry, mach mal jetzt so Spaß. Ich finde es wie. Henry, wandert weiter nach unten. Oh mein Gott, ich finde es richtig geil, wie Schwiffis das machen. Alles mach mal so, ein dummes Schwein. Ich weiß nicht, warum du mich entschuldigst. Deswegen ist es nicht passiert. Dennis, man muss das einfach so wie Sean Wayne und Deffy machen. Einfach mit. Putzplan mit Matches regeln. Ja, true. Das, ja, ich weiß, wir kommen noch zu dem. Schlimm, aber ich würde es mir abgewöhnen. Aber die klären Putzplan mit Matches und das ist so base. Kahn jedenfalls. Einfach Media als Gesellschaft. Ich glaube, Kahn ist so ein... Kahn verbringt seine meiste Zeit zu Hause. Und ich glaube, er möchte sich wohlfühlen in seinem Reich. Ich kann mein Bier hier nicht hinstellen, weil ich so Angst habe, wenn es auf über dieses... Danke. Oder so. Und... ich glaube, dadurch, dass Kahn die meiste Zeit zu Hause ist und er sich wohlfühlt in seinem Reich, wohlfühlen will in seinem Reich, ist er auf jeden Fall ein mindestens absoluter Mibebo-Atze. Wir müssen ganz kurz an dieser Stelle Wohnzimmer aufräumen. Das stimmt nicht. Das ist einfach falsch. Das an dieser Stelle, das ist einfach, in meinen Augen, ist es einfach ein falscher... Slander? Möglicher, aber nicht unbedingt korrekter Take. Das muss ich sagen. Die Leute, nichts. Ich habe es ich esse ein halbes Stück. Wenn er jetzt übrig bleibt. Aber. Okay, ja. Stopp. Ein Piece of Pits. Also eigentlich. Was ist das kleinste Stück? Jedenfalls glaube ich, dass Kahn ein sehr angenehmer Mitbewohner wäre, aber auch kein sehr ereignisreicher. Ich glaube, Kahn wäre so jemand, ich habe mit so jemandem zusammen gewohnt. Es gibt genug, ja? Mit jemandem, den ich mir wie Kahn vorstelle, der so die ganze Zeit sein eigenes Süppchen kocht, so, der sein Ding macht. Und es ist auch total cool, und es ist auch based, dass du so jemanden hast, der halt, der kommt parat und der macht sein Ding und der trägt auch seinen Teil zu der Gemeinschaft bei. Aber er ist niemand, der dein Leben nachhaltig beeinflussen wird. Und deswegen denke ich, Kahn ist ein Arzt, mit dem man es machen kann. Die Sache ist, kurzer Break von diesem sehr intellektuellen und absolut hochwertigen Content, den Dennis euch gerade geliefert hat. Mein sehr, sehr Low-Tier-Content zum Thema Pizza. Selbstbelegte Pizza in meinen Augen. Menschen, die gerne wollen, dass Blattspinat auf der Pizza ist. Das sind die gleichen Menschen, die gerne wollen, dass Champignons auf der Pizza sind. Und an dieser Stelle, all das habe ich nicht gesagt. All das, wrong. Aber die Sache, das sind die gleichen Menschen, die gerne Champignons auf der Pizza hätten. Und dazu haben wir ein Ergebnis. Man kriegt Pizza, auf der Spinat und Champignons sind. Und dann fühlt man sich so, wie wenn sein einer Mitbewohner, der eine, der es immer gut meint, aber der einfach nicht kochen kann, wenn der so eine kleine Gnocchi-Pfanne macht und denkst du, das sind die letzten Gnocchi, die wir in dieser WG haben. Aber mach mal. Und dann holt er den Tiefkühlspinat raus. Und dann holt er die Champignons raus. Und dann schneidet die so klein und brettet sie so in der Pfanne an. Und wir alle sitzen so da und denken so, Blattspinat und Champignons. Wir können das verbinden. Mit ein bisschen Sahne, mit so ein bisschen Rosmarin. Wir können eine Richtung. Wir können das finden. Die Sache ist, nein. Werden wir nicht. Und genauso schmeckt diese Pizza. Die schmeckt komplett random. Genauso wie die kleine Gnocchi-Pfanne, die dieser Mitbewohner dann zusammenhaut. Und der du einfach nicht böse sein kannst. Weil ich meine, wie lieb ist es? Es ist wunderschön. Jeder freut sich. Aber jeder denkt sich auch so, hättest du mir einfach diese scheiß Gnocchi überlassen. Das hätte einfach so gut werden können. Zwei Sekunden. Ich habe hier gerade... Das sind Traumata. Das ist gerade... Ich verarbeite gerade was. Live on camera. Das hattest du schon? 4. Das ist mein Film. Keine Luft haben. Die Sache ist, Pizza mit Spinat und Champignons. Sie hält doch die Pizza aus. Yellow flag if there ever was one. Mehr sag ich nicht. Have fun. Das war die kleine On-Air-Coping-Session von Heide. Das ist das Problem, was du mit Ofis hast. Es geht jedenfalls um Kahn. Und wie gesagt, also ich glaube, Kahn ist die Art Mitbewohner, die niemals etwas Wronges macht und auch nicht so viel beiträgt. Ich glaube, Kahn ist der King of Atze, mit dem man es machen kann. Genau da. Soll ich erstmal. Okay, jetzt hast du meine Welt komplett durcheinander gebracht. Nein! Steuerung Z schnell. Nee. Steuerung Z. Das ist doch einfach nicht weg. Save me! Achso, ich war auf der ganz falschen Seite. Ja. Kahn ist auf jeden Fall dieser King.
Konsti hingegen. Oh, gut, dass er gar nicht da ist. Ich glaube, ist genau hinter dir. Konsti kriegt gerade nichts mit und ist noch nicht da. Er ist genau hinter dir. Ja, safe. Aber bei Julian hat auch mit Smash Ehre dort ein. Den Twitch-Account. Niemand will argumentieren, niemand will was dagegen sagen. Oh, Liver. Sehr gut. Wir lieben Liver, also wir können noch mal kurz über Konsti reden. Ich glaube, ja. Konsti ist ein, Konsti ist ein perfekt ausreichend reinlicher Mensch. Er ist nicht zu eklig reinlich. Konsti nervt dich, wenn du nicht reinlich genug bist. Muss man auch sagen. Ja, aber weißt du was? Auf eine gute Art. Wenn ich in Konstis Wohnung bin, dann fühle ich mich, als wäre das genau mein Comfort-Level an reinlich. Danke. Ist genau mein Comfort-Level an reinlich, wenn ich bei Konsti bin. Und ich denke mir, ich glaube, wenn er mich nerven würde, dann wäre es auch wirklich angebracht. Absolut wahr. Deswegen finde ich sehr fair. Aber andererseits muss man auch sagen, jemand, bei dem du weißt, wenn dir was so und so ein Feedback gibt, ist es immer berechtigt. Da fühlst du dich auch ein bisschen scheiße. Ist auch so. Ich fühle mich bei Konsti eh immer ein bisschen scheiße. Nein. Bei Konsti fühlt man sich grundsätzlich wohl. Konsti ist dafür da, dass alle Menschen sich wohlfühlen. Alle sind gut drauf. Alle sind im Zweifel. Aber räum Konsti, die Geschirrspüler ein. Konsti, verpiss dich. Du hast einfach nichts zu suchen gerade. Anyway, jetzt wo wir Konsti korrekt gerankt haben, Liver. Leute, als Liver noch am Berlin war, ich glaube, der einzige von uns, der Liver vielleicht noch kennengelernt haben könnte, wäre Konsti. Warst du mal bei Liver zu Hause? Und wie war's? Es war Knorke. Ich war in seinem Keller, hab Fernseher abgeholt. Für End of the Line, oder? End of the Line, ja. Und die Fernsehabilitation. Genau, die Fernseher haben wir noch hin. Ich war mehrmals, als Liver in Spandau gewohnt hat, war ich, glaube ich, 2-3 Mal da. Die Wohnung war immer nice, es war auch so, also er war auf jeden Fall auf Besuch vorgeworfen. Weißt du, du kennst so Leute, der weiß, dass du kommst und der macht sich so den extra effort. Und du siehst aber an allen Ecken und Enden, siehst du so, da wurde sich Mühe gemacht. Das ist nicht normal. Aber er wohnt in Spandau. Ja, Spandau ist halt ein Problem. Er wohnt inzwischen in der Schweiz. Ja. Insider-Info? In der Schweiz jetzt. Dude weiß Bescheid. Er wohnt auch in Spandau. Spandau zu Schweiz, Mann. Und ich auch. Let's go, Spandau. Ich glaube, Liver... Spandau und Schweiz sind so eine Ecke. Das ist nicht Berlin. Liver ist auf jeden Fall ein Atze, mit dem man es machen kann. Er ist geboren und aufgewachsen, spannend. Luma, sorry, aber ich kann... Yeah. Bro, was soll ich mit Luma machen? Er muss da hin. Luma ist der perfekte Arzt. Luma ist ein hervorragender Koch, ein besserer Koch, als ich jemals einen gesehen habe. Und er macht das gerne und freiwillig. Krass. Und er will, dass du seine verrückten Kreationen probierst, wie zum Beispiel damals, als er Sushi gemacht hat. Das ist mein Traummitbewohner, Alter. Bekoch mich, bitte. Ja. Hey. Und Luma ist dazu, natürlich, ist er ein Atze, der down with whatever ist. So. Egal, was du machst, das hatten wir bei Jojo vorhin schon so. Okay. Luma ist so ein, egal, was du machst, er so, ja, klar bin ich dabei. So. Ja, hör damit, Digga. Normal. Wenn du zu Luma sagst, Luma, ich habe Geburtstag, wir machen eine Homeparty, er sagt so, ja klar, ich lade alle meine Freunde auch noch ein. Ja, geil. Und du so, genau so muss es sein. Geil. Luma ist der größte Homie. Und Luma, aber ich muss fairerweise sagen, ich bin sehr biased, weil Luma ist der Mensch aus der Melee-Community, den ich am allerlängsten kenne. Ich kenne ihn seit 2006. Er hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Da war ich 8. Ja, ja. Ich hab 2006, da war ich 6 bzw. 7 Jahre alt. Ich hab doch alles da. Unser Opa hier. Ja, ich bin was, 30, glaube ich, erzählt man sich. Und ich kenne Luma seit 15 Jahren in etwa und er ist wirklich einfach nur ein Anzug. Marius hingegen. So viele Rezepte gesehen davon. Marius ist noch hier. So geil. Wo? Da. Ich habe gehört, dass Marius. Welches davon ist meins? Ganz laut. Das Leere ist nicht dein. Nee, das wäre untypisch. Vielleicht haben sie auch. Ja, du musst dich halten. Weißt du, welches meinst du? Was ich von Konsti gehört habe, wie scheiße Marius als Mitbewohner sein soll, werde ich jetzt mit euch... Konsti... Scratch-Sounds. Wir lieben Marius, okay? Kein Marius. Wenn jemand auf Platz 1 gehört, dann ist es auf jeden Fall Marius. Marius ist einfach einer der besten Mitbewohner, die man sich vorstellen kann. Er bringt einem... Konsti, halt einfach hier. Er bringt einem einen Kaffee nicht aus dem Zimmer. Und er lässt sie in deinem Bett stehen, damit man sie später findet. Genau, das habe ich gerade gesagt. Er bringt dir voll in dein Bett und dann kannst du Kaffee trinken im Bett.
Wie geil, was ein Service. Ey, bist hydriert einfach. Hydriert und wach. Alter, kalter Kaffee. Geil. Konsti hat, Konsti ist biased an der Stelle. Und wir müssen einfach alle sagen, das ist falsch. Mario ist ein super aufmerksamer, liebevoller und sehr wachsamer Mitbewohner, der genau weiß, was du brauchst. Und im Zweifelsfall ist es ein kalter Kaffee in deinem dritten Kissen, mit dem du nicht rechnest. Und die Sache ist, vielleicht können manche Menschen, Konsti, es nicht appreciaten. Fair, das mag sein. Aber der Kaffee ist eine gute Geste. Und Menschen, die gute Gesten bringen, sollten hoch gerankt werden. Und von daher müssen wir also gar keine Frage, sonst sterbe ich hier an dieser Stelle. Aber Marius muss mindestens Türkis-Tier werden. Absoluter Mitbewurzer. Ist Marius besser als Gangdo? Chat, sollen wir abstimmen? War Marius auf dem Schiller-Gewiss? Ist mir scheißegal. Wir sind gut erzogen. I don't fucking care. Würde ich mit Marius 3000 Mal lieber zusammen... Ja. Als mit Jan. Ich habe keine Ahnung. Das ist ziemlich mies von dir. Ich habe Dutzende Indizien dafür, dass Schiller-Gewiss... Ja, wir wären gute Mitbewohner. Schüler, ja, ne? nicht ordentlich sind. Würde ich sagen. Also ich würde Marius trotzdem höher ranken und deswegen. Also, ja, das ist eure Sache. Also ich bin nicht auf Ende, das ist mir scheißegal. Hamed und Malte haben sich getrennt als WG, weil sie beide so scheiße unordentlich waren. Stopp mal ganz kurz. Niemand approves diesen Marius-Slender hier gerade. Niemand will das und niemand will das sehen. Der Chat ist abgefuckt. Das meint ihr. Wir haben noch so 15 Zuschauer und all die müssen jetzt abgeholt werden mit einfach einer wholesome Story. Davon und Marius ist einfach einer der liebsten Menschen, die es gibt auf dieser Welt. Oh, what the fuck? So. Ja, ich liebe Marius. Und jeder liebt Marius. Selbst die Menschen, die ihn gerade geslendert haben, lieben ihn. Und Honolulu. Und an dieser Stelle müssen wir sagen... Ich habe Marius nicht mehr geslendert. Passt. Und nun hat er Sachen über ihn gesagt. Richtig. Und deswegen... Wir brauchen eine Lulu. André, ist ein bisschen also nichts wäre mir egaler, als ob ich Marius Zahnbürste in meinem Schlund hätte. Oder 15 nicht. Euro. Und deswegen wäre Marius einfach Top-Tier für mich. Und jetzt macht man einen besseren Take, um zu sagen, ihr gehört an mich hin. So. Marius gehört für mich an folgende Stelle. Oh shit. Ich dachte, jetzt ist und Lunge. Genau diese Stelle gehört er. Und genau dahin und einfach... Dennis, hast du verstanden? Dennis, hast du verstanden? Er würde Kaffeetasse teilen. Musst du auch. Du hast keine Wahl. Du hast keine Wahl. Es muss so sein. Und die andere Sache ist... Was willst du mal machen? Dumme, das ist das Gleiche. Wie Zahnbürste teilen. Also ich mach die Regeln nicht. Weißt du, wenn eine Katze dir was hinlegt, dann bist du auch so. Cool, danke. Ja, 140. Wie so ein toter Vogel damit. Mario. Kann man mit ihm spielen. Das ist eine Katze. Oh, stopp. Wieso bin ich doch hier? Sobald eine Nacht. Ich kenne die allerwenigsten dieser Menschen. Katzen. Danke, JCM Paul. Welcher Paul bist du? Ich kenne so viele Pauls. JCM Paul? Du sitzt auf einem. Du setzt dich jetzt ein Hundeman. Dennis, heiler mich an Hundemensch. Der gehört dahin. Das muss so. Dennis, heiler mich an Hundemensch genannt. Konsti, bist du ein Hundemensch oder nicht? Konsti? Geil, ey. Pistole auf die Brust, Hunde oder Katze? Ja, Katze. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Nee, das ist Corona. Er weiß genau, dass er einfach Hundemensch ist. Bist du nicht. Was? Du bist stopp, man, er ist ein Katzenmensch? Du verstehst nicht, dass du ihn gerade als Hund bezeichnet hast. Hab ich nicht. Das ist, was er meint. Das ist, was er meint. Okay, das hätte ich nie gemacht. Oh no. Oh no. Jetzt geht er weg. Auf ich bin genauso beleidigt wie ihr, Chat, dass ich hinter Konsti und Marius gelandet bin. Aber wir müssen alle damit leben. Wir müssen Dennis alle damit ist einfach leben. Auch so ein bisschen so eine linke Sau. Er war so wie, ich weiß genau, worum es hier gerade geht. Pseudodäne. Nein, ich wusste, dass du das nicht meintest und ich bin für das. Ich habe Pseudodäne, Paul. Wie link von mir, dass ich für den Witz gehe. Also cool, dass du hier bist, ne, Paul? Aber, ja, aber ich auch sehr. Ach, für deine Teile. Ganz ehrlich, wir können damit arbeiten. Du wärst Zahnbürsten Team Nummer 1. Dennis, kennst du den Pseudodäne, Paul? Wenn ich jemanden weniger lassen würde als dich, dann wärst du. Hey, das ist Paul, das ist ein Melee-Arzt. Welcher Paul? Er heißt einfach Paul. Also sein JCM Paul heißt Just Call Me Paul. Oh. Und er ist einer von den Valhalla-TOs. Oh shit, okay. Ja. Krass. Es gibt so viele Pauls. Als nächstes übrigens in der Liste haben wir Marley. Marley. Auch noch hier. Große Hoffnungsträger. Marley ist auch noch da. Marley ist da. Marley, bist du ein guter Mitbewohner? Ja. Okay, dann machen wir ihn ganz oben. Warte mal, Chef okay. Marley. Deine Top 3 Eigenschaften als Mitbewohner. Oh, Jesus. Nice.
True. Katze! Du hast eine Katze, du hast eine fucking Katze! Fuck yeah! Ich hab auch eine Katze. Er hat eine Katze, ab in die Top Tier. Ich hab auch eine Katze. Nice, okay. Katze? Marley, Top Tier für mich, er hat eine Katze. Katze? Julian hat zwei Katzen. Was war der dritte Platz? Ja. In Hamburg jetzt. Ja. Okay. Waren die vorher hier? Also ist er ein bisschen. Ja, manchmal nicht zu Besuch. Nee, die Katzen ja, kamen. Der kann ja nicht, kann ich ultimativ sagen, was seine. Er ist auch humble. Ey, wir alle lieben auch ein gutes Mystery. Das war so geil, wo ich... Marley ist der Mystery-Bewohner, den ich an der Stelle hinter André gern hätte. Ja, geil, Jonas, ist mir egal. Kannst du Marley bitte hinter André packen, ans Ende von Zahnbürste teilen hier? Na klar. Marley. Weil Marley hat uns noch keinen Laptop geschenkt, aber vielleicht macht er es noch. Aber er bringt Katzen mit. Ist ein Mystery. Er bringt Katzen mit. Niki ist da, let's go. Niki, mit dem Sub. Let's go, danke Niki für den Zwei Monate. Danke für den Sub, Alter. Das ist echt krass. Das war unsere Custom-Sub-Message. Oh, fick dieses Game, Alter. Das ist echt. Was ist das? What? Ey, dieser Original-Clip. Ne? Oh, also ich habe ja einen Smash-Spieler nachgesprochen. Marco, auch bekannt als Mojo Hans aus Düren. Yeah. Und es gibt einen Clip von ihm, wo er gegen Stormred verliert. Yeah. Und er sagt so, original, Stormred so, kombot ihn und macht so ein Billo Gimp Edge Guard mit Samus. So, ne? Und Mojo Hunt sagt so, Alter, wollt ihr mich verarschen? Und dann geht die Kombo so weiter und er verliert das Dog und er verliert das Match und er so, boah, fick dieses Game, Alter, das ist echt krass. Der Tilt. Und das ist halt, woher mein Sub-Alert kommt. So, dieser, echt jetzt? Ja, ich hab das einfach nachgesprochen. Ich hab einfach nachgesprochen. Ach so. Boah, danke für den Sub, Alter, das ist echt krass. Geil. Ich bin eh noch, dass du eine 1% schenkst, dass du anstatt Subs sagst. Sub. Und Lulu hat auch zwei Katzen. Oh ja, deswegen geil, ist Lulu Alter. Auch da ganz oben. Oh, er hat eine Katze mehr als Marley, deswegen ist er einen davor. Ich wollte gerade sagen, ne? Ja. Nee, Julian hat ja auch zwei Katzen. Und deswegen ist er Julian ganz oben, weil er hat aber auch Atzen zu Melee gebracht und hat unseren Stream geboren. Julian ist schon sehr geil. Er hat mich sehr willkommen. Anyway, heißen. Michael ist der Nächste. Wir lassen Maxi aus. Den können wir da hinten schieben, oder? Ja, wir schieben Maxi da ganz hinten. Er möchte nicht, also schieben wir da ganz hinten. Genau. Jetzt kommt Michael als Nächstes. Michael und wir haben hier direkt einen Doppelpack. Warte, den packe ich auch noch nach vorne. Genau, wir packen ihn direkt dazu. Wir können Michael und Sam nicht trennen. Team Schwiffy ist... Team Schwiffy. Naja, hier ist nur einer gerade, ne? Sie sind unzertrennbar. Sie sind literally getrennt. Sam ist in meinem Herzen auch hier, weil Michael da ist. Und umgekehrt. Okay, das stimmt. Ja. Team Schwiffy ist... Was ich super geil finde bei Team Schwiffy, ist, dass sie ihre Haushaltstätigkeiten wie... Spülmaschine ausräumen, Müll runterbringen, Balkon wischen oder was weiß ich so. Das klären die in Melee. No way. Für mich wäre das total geil, weil ich viel besser bin als die. Das wäre für mich halt eine ideale WG. Ich würd Und du würdest rechnen. Auch trainieren dabei. Dann würden sie halt die machen. Müssen trainieren ja, dafür. Du übst nebenbei du dabei. Auch ich würde viel lieber mit denen grinden, wenn es um nichts geht, damit die halt auch locker sind. Weißt du, das wäre mir lieber. Aber ich finde, Team Schwiffy sind auf jeden Fall absolute Mibevo-Atzen. Ist okay. Ne, kann man ja, ich glaube, das sind absolute Mibevo-Atzen. Ich wollte gerade sagen, das gab es ja in unserer Schule immer. Ey, stimmt. Wir machen die Schwiffer so genau hier nebeneinander. Ah, stimmt. Das ist und nicht mal Jan kann sie trennen. Geil. Junge, oh, was so ist ein Flashback gerade von dieser Pizza? Ja, so ein bisschen so Kindheitserinnerung. Oh, schon. Ja, wir in der Cafeteria haben die halt immer diese... Genau, diese Kolle-Pizza-Pizza. Wir haben Kolle-Pizza bestellt, dann konntest du den Cafeteria für 1 Euro-Stück kaufen. 1 Euro, ein Slicing. Das sind... Die haben trotzdem Verlustgeschäft gemacht. Das sind Großkapitalistenpreise, die hier angeboten werden. Die meinten, die haben Verlust gemacht damit. Ja, wen bald, das hat 20 Jahre gemacht oder so. Aber ja, die Schwiffis sind uns auf jeden Fall in ihrer Lebensweise voraus. Das ist ganz klar. Auf die Hawaii-Pizza, die war und deswegen gehören sie auch in die absolute Bebo-Akte hier. Ich weiß sonst halt nicht viel von deren. Das war sein Krieg, Alter. Ich war mal, die haben eine WG in Kreuzberg, glaube ich, und ich war mal da. Und es war ein bisschen messy. Mehr messy, als ich comfortable mit bin. Und das ist auch okay. Es ist immer noch eine Gegend, in der ich mich wohlfühle so. Also es ist immer noch nicht uncomfortable, es ist mehr so. Naja, es ist nicht uncomfortable, es ist mehr so. Das wäre mir ein bisschen zu doll, so mäßig, oder? 5,5 Stunden. Jetzt kommen wir jetzt zu Michele. War irgendjemand von uns schon jemals bei Michele? Nein. Okay, aber er ist cool. Ein Mystery-Arzt, er kommt hierhin, er ist zu nein, mysteriös. Das ist viel zu nett in Nordland. Nix über Michele, er ist. Der ist nicht mehr hier, kann sein. Michele ist reingehauen. Der hat nicht Schiss gesagt. Ganz ehrlich, ich glaube,
man kann viele Dinge über Mysteriöse gute Entscheidung, Wasser trinken. Über Migräne sagen, aber mysteriöse Arzt ist auf jeden Fall genau eins davon. Oder er ist zu mysteriös für mein Verständnis. Ja, ja, das sehe ich. Du? Ja. Scheiße, Alter. Was jetzt ab und nochmal? Nein, Alter. Er verheißt durch. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Weil er so mysteriös. Ich gehe morgen um 12, aber ist mir egal. Ja, ja, sorry, klar. Ich habe deinen Platz beansprucht kurz, aber... Wir müssen noch Nick davor ranken. Und Niki. Oh, warte, ist Michele jetzt wirklich so mysterious, dass wir ihn dahin... Ja, aber er ist schon ultra geil, ne? Okay, er ist schon echt gut da. Stopp, wo? Er ist schon ein richtiger Homie, er ist ein richtiger Homie. Okay, Michele ist ganz unten, weil er zu mysterious ist. Nein, nein, falsch, völlig falsch. Ich bin so nett dafür. Mindestens aber hier. Da will ich einfach ein Meme-Tier wieder machen. Die Sache ist, ich will einfach auf meinem Leben was drum geben, mit Michele zusammen zu wohnen. Ich weiß nichts, wie er wohnt, aber ich würde eine Zahnbürste mit ihm teilen. Das stimmt schon. Ich würde eine Zahnbürste mit ihm teilen. Ich würde einen Finger riskieren, um mit Michele zusammen zu wohnen. Ich sag's, wie es ist. Jetzt machst du ein Meme-Tier. Mystery Tier. Mystery Man. Aber der kommt auf die Mitte. Aber macht ihn so wie dein Meme-Tier in die dritte Stufe oder so. Nee, Mystery Man. Mit E. Da kommen vielleicht noch mehr rein. Aber so. Kann der auf die Mitte, der nach unten ist so ein bisschen... Mach's grau, genau. Und dann machen wir Michele da rein, weil es ist... Er ist ein fucking Mystery Man. Er ist Bizarroland. Er ist Bizarroland. Die Sache ist einfach, von der ganzen Liste bisher, I'm so sorry, I love you all. Aber ich würde mit niemandem so gern zusammen leben wie mit Michele. Er ist schon richtig süß. Und das ist das Mysterium. Warum redet ihr immer so und uns zu Hause immer solche Vergleiche zu haben? Mysterium. So, was hat die Vergleiche zu haben? Niki jedenfalls. Ach so. Unser Boy. Niki? Ja? Oh mein Gott. Würde immer so hingehen und sagen so... Wollen wir das nicht in Bailey klären? Und dann würde er einen dummen Dad-Joke machen. Runter mit ihm weg. Junge, er macht Dicker, die besten, er macht die dümmsten Jokes. Ich will mit niemandem so... Dad-Jokes? What? Nein, was tust du? Warum machst du... Ich wollte kurz tauschen. Warum willst du Konzi und Marius tauschen? Konzi ist ein objektiv besserer Mitbewohner. Du hast völlig recht. Das stimmt schon. Es ist also... Ich will nicht mal Marius schlecht reden, das stimmt einfach. Heide ist einfach Chaos, Alter, Dicker. Also ganz ja, ich bin auch Chaos. Sie macht's interesting. Also Niki würde, das wäre so für 2-3 Wochen richtig geil, weil er würde so... Richtig geil. Er würde vielleicht ganz lustig kochen, so, du wirst voll viel in Mele lernen. Alter. Mega nice to dad. Er macht die besten Witze überhaupt. Ja, und dann kommt der Turning Point. Ihr ranked it too low, wie lieb Niki ist. Ja, ja, ist ich richtig höre, lieb. Es gibt bei Niki keinen Turning Point. Niki ist der liebste Mensch, den ich kenne. Ich kenne Leute, die ich mit Niki vergleichen würde, in der einen oder anderen Kategorie, wo es einen düsteren Turning Point gibt. Und Niki ist auf gar keinen Fall in dieser selben Kategorie. Niki ist based. Was würdest du diese Leute damit nicht vergleichen? Wenn es kein Turning Point gibt. Based in Melee Pills. Die Sache der Turning Point existiert. Nein, das stimmt nicht. Ihr habt in die Tiefen seiner Seele noch gar nicht reingeschaut. Du hast einfach nie erlebt, wenn du wirklich ganz tief warst. Und Niki ist so tief. Ja, Niki ist was ist los mit euch? Ihr habt mich so weit oben hingepackt. Die Tiefen von Nikis. Ich bin manchmal 3 Tage nicht da. Die Tiefen von Nikis Seele sind grundgut. Er ist wahrscheinlich einer der besten Menschen und er ist übertrieben chill, er ist sehr reflektiert. Er ist der liebste Mensch. Er macht sich auch Gedanken über andere Menschen, übers Beisammensein, übers zivilisatorische Miteinander. Ja, so. Er ist einfach, Dicker, Niki ist auf jeden Fall im obersten Tier. Also das ist für mich außer Frage. Er ist pure Harmonie. Hat er mir schon mal einen Laptop geschenkt? Ich denke nicht. Er kommt unter André. Er kommt zwischen Mali und André. Alle über André haben wir auch noch kein Laptop geschickt. Mali ist nicht über André, deswegen. Ja, weil so. 20 andere Leute. Ja, weil das war später. Was denn? Der nächste? Keine Ahnung. Das ist Nick, Imperfect. Oh. Nick aus Oslo. Und Nick, der verschissene Homie, ich war bei ihm zu Hause, mehrfach. Okay. In mehreren verschiedenen Wohnungen von ihm. Krass. Und er hatte erst so Mitbewohner, bla bla, und er hat immer gesagt, I hate these guys. Und aus den komplett richtigen Gründen. Okay. Er hat die Geist immer aus den richtigen Gründen gehasst. Und ich war immer so, Nick, I feel you. This flat is fucked up. Und er so, yeah, it's super fucked up. I wanna get out of here. So, ne? Und dann ist er mit seiner Freundin zusammengezogen. Er hat aber das realste Berlin-WG-Leben gelebt. Voll, er hat nur mit abgewichsten Mitbewohnern gelebt. Wow, und dann hast du gesagt, die nehmen nur Drogen. Ja. Wahrscheinlich ist es genau so gewesen. Und ich schwöre, er wäre wahrscheinlich wirklich einer der geilsten Mitbewohner, weil er ist immer down für Melee. Er ist ein bisschen, ich war einmal mit ihm auf einer Party, ne? Weil er ist auch ein paar Jahre älter, er ist so 32, 33 oder so. Also noch älter als ich. Ganz kurz, das, 32, okay. Das gibt es? Ja, es gibt es. Mittlerweile nicht mehr, es ist wieder aus Flo. Aber, ist nicht mehr älter. Er hat,
Er war einmal mit auf einer WG-Party bei uns. Er war bei ja. Bella und Dusan damals in der WG auf einer WG-Party. Und er kam so an und er hat original. Er ist so ein Dad einfach so. Er hat so eine richtig teure Flasche Whisky mitgebracht und sagt so: I thought it was a housewarming party and I brought a gift. Oh mein Gott, Alter. Der war super geil. Richtiger 32. Ich hatte Scheiß nicht. Er war richtig gut. Er war richtig gut. Cola getrunken. Wie viel und ja, Nick ist auf jeden Fall so, er ist classy, er ist übertrieben funny, er ist ein richtiger Atze und er hat alle WGs gehasst, in denen es messy war und als er mit seiner Freundin zusammengezogen hat, war die Wohnung einfach Premium. Boah, geil. Sie war auch nicht eklig sauber, sie war nicht mordvertuschend sauber, sie war einfach sick sauber. So, ja. Sie war sauber einfach. Man sieht, dass sie bewohnt wird. Genau. Mehr als das will ich auch nicht. Und bei mir ist aber scheiße. Und Nick ist für mich auf jeden Fall im Zahnbürsteteilen Tier. Hat irgendwas zu berühren. Ja, Nicky hat abonniert. Oh, danke, Nicky! Das war schon danke, aber, Nicky! Aber wirklich nur, weil ihr ihn so hochgepackt habt. Nein, es war vor 10 Minuten. Es war vorher. Die gucken nur zu. Nick jedenfalls ist über dieser Messer-WG, okay, die sich gegenseitig hassen und so. Es klingt sehr geil. Gehört darüber. Ich hab dir noch nie getroffen. Als nächstes Microsoft Office. War irgendjemand von uns jemals bei Office zu Hause? Ich weiß nicht mal, wo er wohnt. Ich glaube, er wohnt in Hohenschönhausen, aber tut er wahrscheinlich nicht mehr. Potsdam. Korrekt. Du bist in Potsdam. Hohenschönhausen. Okay. Also, er ist Ossi, was based ist. Es dauert nicht so lange, da hinzukommen von mir aus. Was based ist. Von nach Hohenschönhausen von hier? Hä? Na, von mir aus. Ach, von dir, okay. Ja, Atze, ich bin Prenzlberger. Ja, das weiß ich. Das ist natürlich ein Grund, wieso du das Hamburg eben. Weiß irgendjemand, wo Dennis wohnt? In welchem Stadtteil? Ich bin Prenzlberg. Weiß es irgendjemand? Ist es er heißt Jenny Prenzlberg. Ist es möglich, das rauszufinden, also, wo Dennis ist mir wohnt, fast, in welchem Stadtteil? Fast Prenzlberg sogar. Nein, no way. Es ist nirgendwo aufgeschrieben. Ofis ist fast ein Prenzlberger. Das ist ein Mysterium. Niemand kann es wissen. Und ich glaube, es ist ein großes Mysterium. Ey, das Ding ist... Sorry, ich muss... Wir rätseln gerade darüber, ob es möglich ist, herauszufinden, wo Jenny Wuppertal, so heißt er, oder? Jenny Wuppertal. Okay, Freunde, Ofis geht jetzt. Oh, jetzt, wo wir ihn ranken müssen. Und wisst ihr was? Ja. Ich finde genau das, was er gerade macht, das passt für mich perfekt. Zu was ich von ihm als Mensch sowieso halte. Er ist ein verschissener Mystery Man, Digga. Mystery Man! Niemand weiß irgendwas über Ofis. Eine Sache, die ein Mysterium zu nehmen, ich spiele auch Klavier, aber nur zwei Songs. Oh! Welche Ofis? Wir wollen wissen, welche. Ich spiele drei. Sag einen! Nice! Go. Ich hab richtig Bloody Tears. Komm nur nach Hause, nach Hohenschönhausen. Okay, Ovis, ein weiterer Mystery Man. Geldjunge, Paul. Ich glaube, Paul ist, also wenn du ihn im Melee siehst, dann denkst du weißt, wer er ist. Und dann lernst du ihn, dann redest du mit ihm und dann denkst du dir so, er ist das Gegenteil davon. Er ist so ein chilliger Atze so. Und ich denke mir, grün schon, ich bin safe. Mindestens grün. Er ist eigentlich auch ein richtiger Mystery Man. Er ist schon. 100%, die Kategorie wurde erfunden, damit Paul dort landen könnte. Ja, fair. Aber ich habe das Gefühl, es wird ihm nicht ganz gerecht, weil er mindestens grün ist. Ich würde mich richtig freuen. Ja, aber Juggle gehört auch ganz oben, also Michele gehört auch ganz oben. Stopp, Michele gehört für mich auf Platz 1. Also wenn wir vom Homie-Faktor reden, was wir nicht tun, okay, true. Dann wären die beide sehr weit oben. Ja, okay. Ja. Aber findet ihr nicht auch, dass Paul ein Mystery Man ist? Ich glaube, Paul lebt schon. Paul ist, wenn es jemals ein Nein, ich war noch nie bei ihm. Paul wohnt bei mir eine Straße weiter. Und er kommt immer zu mir. Ja, ich gehe halt nie zu ihm, er kommt zu mir. Wirklich? Weil er wohnt halt bei seinen Eltern, glaube ich, noch. Krass. Ist ja auch weird, wenn so ein 30-jähriger Mann so kommt, so, ja, wir spielen Videospiele, so. Okay. Die Sache ist, wir wissen es nicht, weil Paul ist ein Mystery Man. Er ist ein Mystery Man. Ja. Ich glaube, er ist 18. Das Ding ist, er ist 19. Ich glaube, er ist 2000. Ich dachte, er ist 15. Aber er ist gerade so Anfang nicht mehr 18. Geld. Ich glaube, er ist 19. Ich glaube, er ist aber Geldmann halt. Geldmann mittlerweile. Geldmann. Ich glaube, er ist... Kann jemand Bier halten? Ich habe Angst, dass es einfach umgeschippe und dann... Die Sache ist, ich glaube, er ist nicht mysteriös genug, weil wir wissen genug über Paul, um zu wissen, dass er nicht mysteriös genug ist. Weil, zum Beispiel wissen wir, dass er bei seinen Eltern wohnt. Das heißt auch, er hat noch nie alleine gewohnt. Ja. Das heißt, er hat keine Erfahrung. Und er hat keine Erfahrung. Null. Die Sache Null. Ist, an dieser Stelle hätte ich gerne Paul... Auf jeden Fall, das wäre richtig gut jetzt. Einfach, dass er sich einschätzen kann, Paul, wie viel macht er im Haushalt. Wo bist du? Paul, du fehlst. Vielleicht macht er alles. Hashtag, was fehlt? Paul. Machen wir dieses Ding. Hashtag, was fehlt? Ach so, ist ein Herz. Was beim Hashtag, was fehlt, immer dabei sein muss. Aber ein schwarzes Herz.
Was fehlt? Oder das Gebrochene. Das ist, glaub ich, oh, das ist süß. Ein gebrochenes Herz ist, was fehlt. Paula fehlt. Also Paula ist nicht Mystery genug. Ich glaube, Paula hat Potenzial für Zahnbürste teilen, aber dadurch, dass er noch nie alleine gelebt hat, hat er auch Potenzial für... Türkis. Nee, er hat auch Potenzial für dieses Tier. Nein, 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 stopp. Aber kein Mitbewohner würde ich nicht sagen. Vielleicht schon. Ich erlaube nicht, nein, dass stimmt, ich er ist auf jeden Fall immer ein Mitbewohner. Er ist immer ein Mitbewohner. Ja. Grün. Also, dass Paula was anderes sein sollte als Türkis oder Grau, erlaube ich nicht. Also. Okay, wir machen ihn grün, wir machen ihn Hinterliver. Hinterliver. Nein. Hinterliver. Er ist Türkis. Warum? Absolute? Weil ich euch einfach auf die Finger haue, so doll, dass es weh tut, wenn er nicht türkis wird. Er wird grau, türkis oder lila, es ist mir scheißegal, was davon. Aber er wird nicht grün. Chat, wir brauchen einen Poll. Jonas, mach mal einen Poll, bitte. Chat, mach mal einen Poll. Also Paul. Einen Poll. Wir machen, Chat, please agree with me. Weil allen... Der Chat allen wird dir nicht widerstehen können. Du hast den Chat den ganzen Abend um den Finger gewickelt und jetzt tust du so. Allen anwesenden Paule. Arzen wird es wehtun... Lila, türkis, grün. Und wenn jemand mit grün oder kommt, grau? Also ich würde ja wirklich gerne sagen, ich liebe euch, aber ich liebe euch nicht. Grün, nimm grün. Sag das bitte nicht zu Jonas Chat. Das ist Jonas Chat, die sind sehr empfindlich. Jonas Chat, ihr seid cool, aber ich liebe euch nicht, wenn ihr grün seid. Eine Minute reicht. Reicht. Da gucken wir, wer überhaupt noch wach ist. Seid ihr noch wach? Ich mach was heilig. Wir haben 50 Zuschauer. Grün. Es ist, man kann es mit ihm machen. Ich kann kurz. Mir gut vorstellen, dass man mit ihm machen kann. Man kann es bestimmt mit ihm machen. Absolut, absoluter Mitbewohner. Mindestens. I don't know. Wir wissen es nicht. Mit dem anderen Paul. Wir können es nicht sagen. Lemurenkönig. Ich habe kein Foto von ihm gefunden. Deswegen ist er nicht drin. Ich mache True. Echt? True. Er macht Pizza. Ich liebe alles an diesem. Aber er ist nicht drin. Ich liebe daran, dass du sagst, dass du machst, was ich mache. Und ich liebe daran, wie du meinen Namen schreibst. Sternimann ist forever Mystery. Er ist ein Mystery Man. Sternimann ist ein Mystery Man. Aber wir haben einen Sternimann Award. Ja, auf jeden Fall. Ein Sternimann Award. Und du weißt genau, wer ihn bekommen und hat. Und hier sind die Träger. Einmal hier in die Mitte, ne? So wie, ein nice. Wie ein Mistletoe. Jetzt musst du dich küssen über dem Sternimann Award. Jan hat zwei. Das wäre so weird, wenn ich das bekommen hätte, weil ich gar keinen Sternimann zu bekommen. Ja, das ist deins. Okay. Du passt auf deinen Sternimann Award. Ja, das mit auf. Oh, grün. Cheers. Ist denn ein 4? Vielleicht ist er aber nicht der ganze Judge. 4,5. Oh, schön. Heide, der Chat hasst dich. Chat, wenn ihr mich hasst, könnt ihr es einfach Paule. Sagen. Paul, dann kommt Paul hinter Liver. Ja. 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 Okay, Phil. Unterschreibe ich. Ich habe bei Phil mehr als genug Zeit meines Lebens verbracht. Herzlichen Glückwunsch. Ihr alle kennt Phil ja gar nicht. Ihr habt ihn nie kennengelernt, ne? KP666, der YouTube-Star. Ich war bei einem Weekly. Ich muss mal ganz kurz... Okay. Wie viele Menschen haben gerade für Kuchen gestimmt? Drei Menschen bestimmt. Und eine für andere. Drei Menschen hassen mich in diesem Chat. Nein, du nimmst das viel zu persönlich. Ich werde euch finden mit und ich werde euch fertig machen. Ich wollte es nur gesagt haben. Wir werden auf Twitch gebannt, wenn wir persönliche Warnungen rausschicken. Leute, Phil kommt für mich... Auf eine liebevolle und nette Art. Aber Phil kommt für mich direkt hinter Luma. Phil kommt direkt hinter Luma. Pass auf. Wisst ihr, was Phil alles für uns getan hat? Oh no. Phil hat uns die Meltdown-Turniere gebracht. Krass. Ja. Das ist krass. Phil hat uns in den Dark Ages, als niemand irgendwo Turniere organisieren konnte, in seiner Wohnung Weeklies gemacht. Das ist wirklich sick. Ja. Phil ist Vorsitzender von diesem Berliner E-Sports-Verein gegeben. Community Appreciation Award. Auf jeden Fall. Wenn Phil jetzt noch bei Jedo wäre, dann hätte er diesen Award auch bekommen. Community Appreciation Award. Und dann noch mit diesem Restart. Genau, Restart, da warten wir immer noch. Ja. Das ist ein bisschen shifty. Wir warten noch, ob das was ist oder nicht. Ich hab's meistens auch nicht erlebt, leider. Und Phil hat uns auch die Mimbims zum Beispiel mitgemacht. Also, war ich mal immer bei diesen Mimbim-Turnieren, diese Sonntags-Meltdown-Turniere, wo halt die den Laden geschlossen haben, damit wir ein regionales Turnier in Berlin haben können. Da hat Phil den ganzen Tag die Bar gemacht. Phil ist selbstverständlich auch der große YouTube-Star. Phil hat mich mal geraidet, oberstes Tier. Fair. Und der Twitch-Star. Und was? Und der Twitch-Star. Der, ja, natürlich. Phil ist auch ich muss sagen, ich mag Heidsenf sehr, sehr gerne. Heidsenf. Ja. Phil kommt für mich vor Julian hinter Luma. Er hat, leider ist er in den letzten Jahren ein bisschen eingeschlafen, was Community-Arbeit angeht, aber... Du hast für hat Dennis mehr gestimmt, als genug getan. Was ist denn das für ein Fehler? KP ist ein absoluter Oberkönig, sagt auch Paul. Okay, sehr gut.
Mythologisten müssen ernst genommen werden. Das ist genau das Gegenteil. Senu. Bitte nehmt das nicht ernst, was hier gerade was, was halten wir von Senu? Ich finde, Senu ist ein bisschen ein Mystery Man, aber ich weiß zu viel über ihn. Stopp mal. Ach, der? Ich ja. Oh, shit. Ich habe mit Senu geboxt und aufgrund dieser. Ja. Okay, hau raus. Aufgrund dieser Erfahrung würde ich sagen, wenn ich mit jemandem gut zusammenwohnen könnte, dann wäre das Senu und der wäre tatsächlich, und das ist jetzt kein Witz, vor Konstantin Marius. Ich glaube, der ist krass so weit. Das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Das ist viel, das ist viel und ich weiß, dass es viel ist, aber es ist berechtigt, finde ich. Ich hab mit Senu schon ein sehr gutes Leben gelebt. Wir waren einmal auf einem Turnier in England und wir haben uns beide... Senu ist ein sauberer Arzt. Er ist ein sauberer Arzt. Er ist ein cleaner Motherfucker. Cleaner Motherfucker. Okay. Cleaner Motherfucker. Ich muss mich nicht ankonzentrieren. Darauf ein. Darauf dreimal, viermal, fünfmal. Ein cleaner Motherfucker. So. Schon, ne? So hast du gerade so. Hast du gerade gesagt. Dabei. Hallo. Set. Ich war so. Okay. Das war funny. Das war funny. Das war doll funny. Fair. Was eine gute Art von Humor ist. Bei dir ist auch cool. Anyway. Senu ist ein cleaner Arzt, wie wir von Konsti gehört haben. Ich war auch noch nie bei Senu und habe gedacht, hier ist es eklig. Es ist immer gut bei Senu. Er ist Rettungssanitäter und auch Medizinstudent. Also er wollte, Senu wollte jahrelang Arzt werden und sein Abi war zu schlecht und dann hat er eine Sanitäterausbildung gemacht. Und das sind die besten Menschen der Welt und vor allem, sorry, aber die besten Ärzte der Welt, Ärztinnen der Welt. Wenn ihr jemals die Chance habt, zu jemandem zu kommen, der wirklich einfach Bock drauf hatte und der nicht ein gutes Abi hatte, ihr werdet es alle wirklich genießen und den Vorteil davon merken. Tut es. Shoutouts an Richard, mein Rettungssanitäter. Shoutouts an Richard. Jetzt, wo ich nicht mehr unterbrochen werde von Jan und Heide, was ich sehr unschön fand. Ich habe noch nie jemanden unterbrochen in meinem Leben. Das ist Jonas Stream, sehr richtig. Heide, mach mir ein paar schöne Hörner. Ich sehe aus wie ein Rentier. Danke, Heide. Das sieht wirklich süß aus. Das ist der Advents-Vibe. Dankeschön, dass du uns den bringst. Jedenfalls ist Senu ein sauberer Atze. Okay. Er ist ein atziger Atze, das wissen wir alle. Ja. Er ist nicht nur gelernter Rettungssanitäter, er ist auch deswegen gelernter Rettungssanitäter, weil er eigentlich Arzt werden wollte und gemerkt hat, sein Abi war zu schlecht, um Medizin zu studieren und hat dann nicht nur eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht, er hat auch noch jahrelang in dieser Branche gearbeitet und die ganze Zeit Wartesemester gesammelt, damit er jetzt Medizin studieren kann. Nein, und er wird ein scheiß Arzt. Ja, und geil, Alter. Die besten Ärzte ever. Jetzt haben wir folgendes Dilemma. Ärzte, wir lieben Ärzte. Yes. Wir sind die besten Menschen. Yes. Es gibt nichts Besseres als Ärzte. Ja, aber als Mitbewohner... Ein Arzt haben? Stopp, nein. Konsequent niemand, schwierig nein, wegen Schlafenszeiten, bla, bla. Absolut falsch. Nein. Okay. Absolut falsch. Okay. Stopp. Er kann er leise sein. Gegentake. Menschen, die Arzt studieren... Und genau, das ist die einzig richtige Bezeichnung. Arztstudiengang? Ja. Die können dir einfach fucking Ibu 800 verschreiben. Jo. Einfach so. Und dein Leben ist gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Ibu 600 genommen und gedacht, das knackt jetzt nicht genug. Und die Sache ist... Oder? Ich habe vorhin eine halbe 600. Ich schwöre, ich nehme manchmal eine halbe 600 und denke so, okay, ich glaube, ich habe noch nie so wenig Schmerzen so in meinem Leben. Ihr seid so niedlich und ich liebe euch sehr. Die Sache ist, ihr hattet einfach in eurem Leben noch keine Kopfschmerzen. Und ich meine es auf der besten noch nie Kopfschmerzen. Ja, also, ich hatte lange keine richtig starken. Ärzte im Medstudies schieben vor allem immer Stress, ja? Nein, stimmt nicht. Ich kenne die coolsten Medstudies. Okay. Es gibt einfach Medstudies, die einfach so gut drauf sind, dass du das Gefühl hast... Kostenlösung ballern. Ich schwöre, Senu kommt morgens rein mit einem Kochsalztropf und sagt so... Darf ja, ich Digga, ich hab vorbereitet. Das ist es halt. Du wohnst mit so Leuten zusammen und dann legen die dir einfach eine fucking Infusion, wenn du einen Kater hast. Und du denkst so, ja, okay... So sind Menschen, die Medizin studieren. Die entschuldigen sich 24/7 dafür, dass sie keine Zeit haben. Und alle denken so, okay, chill, ich habe auch keine Zeit. Also, ich habe nicht objektiv betrachtet weniger Zeit, aber subjektiv habe ich auch keine Zeit. Chill. Und Medizinstudies, die ganze Zeit so wie, oh Gott, ich muss es ausgleichen. Ich muss jetzt krass feiern gehen. Ich muss einfach das krasseste Wochenende haben. Aber Senu geht immer krass feiern und hat immer das krasseste Wochenende. Richtig, genau das. Die Frage, die ich mir stelle, ist, also für mich gibt es eigentlich nur eine Option. Für mich ist es halt zum Glück immer nicht so viel Spaß. Nein, Quatsch, für mich gibt es zwei Optionen. Kommt Senu hinter Nick oder vor Nick? Fair. Chat, kommt Senu hinter Nick oder vor Nick? Fair, ich weiß es nicht.
Warte, Nick war. Aber ich habe gerade die größte Lanze der Geschichte der Menschheit für Medizinstudies gebrochen. Das stimmt, wir müssen Heides Effort valuen und müssen ihn vor Nick packen. Vor Nick. Ey, Jan, guck die Worts. Ich weiß nicht, wo man die ist. Ist das, hier, das ist das. Ich hab Track gekippt, weil ich wusste, dass es was zu kriegen. Ja, genau. Stevo. Trinkst du auch was? Oder ich trinke auch was. Drauf? Ich kenne die alle zu wenig, Alter. Ich muss, egal. Ich bin mal Hive-Miss dabei, vielleicht sehe ich ein paar Leute da. Stevo ist für mich ein typischer Atze, mit dem man es machen kann. Und Solari sehe ich nochmal bei Hive-Miss. Ich freue mich richtig, Alter. Wenn Hive-Miss stattfindet. Ja, das eben in München, also in Bayern, also das wird schon. Das in Nübeck. Nübeck. Aber aus Berlin kommen. Das wird richtig. Wir müssen Stevo und Trevor auf jeden Fall auch zusammen ranken. Ich glaube, nur Ungeimpfte kriegen einen Lockdown. Egal. Okay. Stevo und Trevor, die haben eine WG zusammen gehabt. Okay. Und es war Sigbert. Ja. Jetzt wohnt, glaube ich, Stevo wohnt gerade mit Zenu zusammen. Oh shit. Er hat davor mit Dusan zusammen gewohnt. Aber er ist jetzt nicht mehr bei alle mit allem hier, was geht denn ab? Ey, Berlin Melee ist ein einziger großer WG-Pool. Ich wäre auch mit Jojo fast zusammen gewohnt. Also. Ja, eben. Pass auf, ihr kennt Stevo und Trevor beide nicht so richtig gut, ne? Nee. Marius, kannst du Stevo und Trevor mitbewohnermäßig einordnen? Okay, weil ich hab folgende Agenda. Ich muss pissen. Wenn wir also Plätze tauschen würden, und dann meine ich, du setzt dich auf meinen und ich gehe aufs Klo. Dennis, du gehst einfach und wir kommst wieder. Und jetzt halt, wie füllen wir machen wir dich krumm lang? Wir beschäftigen den Chat schon. Die Sache ist halt einfach, Dennis ist so full of himself, dass er der Meinung ist, dass sobald er weg ist, niemand mehr im Chat irgendwie Spaß haben kann. Das war ein liebevoller Slender. Jetzt denkt er, er fühlt sich missverstanden. Ja, die Sache ist, jetzt ist er, glaube ich, gerade richtig. Er ist so richtig self-aware gerade. Ich glaube, er ist so richtig unangenehm. Okay. Er kann heulen auf Klo. Wie wir alle, ihr könnt kurz. Könnt Paul würde Stevo in Mitbewohnerarzt hier packen. Schreibt mal kurz eure beste Dennis Appreciation in den Chat, damit er, wenn er wiederkommt, da was hat. Auf jeden Fall. Die Sache ist einfach nur, ich glaube, wir können ein paar Minuten Chat, können wir noch so carryen, ohne dass Dennis dabei ist. Schreibt mal in den Chat, Alter, ich liebe Dennis so sehr. Alter, schreibt mal rein, ich liebe Dennis so sehr. Wenn er wiederkommt, sieht er, dass er geliebt wird. Sehr geile Streams. Bestes Commentary, beste Zusammenfassung. Jenny Prenzelberg abonnieren auf Twitch. Beste Rap? Ja, Alter, Mann, auf jeden Fall. Prenzel Boyce, check das out. Boyce? Das ist der beste Scheiß. Schau er wollte das an, nur sicherstellen, dass ein guter Ersatz für ihn da ist. Denn es kehrt einfach für das Publikum. Er ist ein Mann für das Publikum. Er lebt für die Menschen. Für das Entertainment. Hört auf Jan. Hört, was er so sagt. Dennis als Mitbewohner. Ja? Wolltest du auch sagen, sorry? Nein. Okay. Nein, voll. Okay. Ja. Ich dachte... Nein, ich würde nie, in keiner Welt wollte ich jemals widersprechen. absolut wichtig. Wer ist die dritte Person hier? Weißt du das? Bitte macht ein bisschen eindeutigere Appreciation für Dennis in den Chat. Nur damit er, wenn er wiederkommt, dann alles ist irgendwie, okay, natürlich lieben wir Dennis. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich meine, wir wissen alle, also wir alle wissen in unserem Heart, dass wir Dennis lieben. Dennis, ganz dufte. Großartig, Dominik. Ich finde gut, dass du den Anfang machst. Aber wir müssen es alle ein bisschen deutlicher machen, weil ich glaube, Dennis kommt wieder und ist so wie, oh shit, habe ich da irgendwie falsch? Und wir alle so sein wie, niemand konnte leben, bis Dennis wiedergekommen ist. Das ist die Attitude, die ich hier sehen will. Ich will so wie, ich möchte sterben, bevor ich einen Chat lese, ohne dass Dennis darin vorkommt. Chat, ich liebe euch. Diese Attitude. Ich liebe euch. Vielen Dank für diese ultra geilen Supportive Messages, Alter. Ja. Wie geil, okay. Er kommt gleich wieder, er wird jetzt sehen. Okay, wir tun so, als ob wir nicht drüber geredet hätten. Also der nächste ist VK danach. Den habe ich schon ein paar Mal bei Weekly kennengelernt. Dennis ist so ein bisschen so passive in den Chat, hoffe ich. Willst du dich wieder hinsetzen, Dennis? Wir vermissen dich alle. Dennis, fix dich mal. Ganz kurz, das Einzige, was die Leute wollen, bist du. So. Dennis, wir lieben Dennis. Oh mein Gott, Chat. Was haben die mit euch gemacht? Wir haben sie nicht bedroht oder so. Das ist wahr. Warum haben sie euch bedroht, Chat? Niemand hat euch bedroht. Ich werde mich an jedem einzelnen von ihnen rächen. Die Sache ist, in eurem Namen. Dennis, wir haben gesagt, wir haben keinen Bock auf Dennis. Fair. Was für ein Gott in Pokémon Dennis ist. Alter. Dennis ist ganz duftig. Es ist wahr. Der Chat liebt dich, Dennis. Aber was machen wir mit Stevo und Trevor? Sie vermissen dich. Okay. Wir packen Stevo und Trevor. Okay, pass auf, folgendes.
Nein, es ging darum, dass ihr es sieht, Feigensinn. Aber halt nicht, dass ihr davon erfährt, dass wir euch bedroht haben mit eurem Leben. Da bin ich in der Liste. KP, wer ist das? Chat. KP ist Phil. Er ist auf dem zweiten Platz. Und lieber. Was? Nein! Jonas, Chat, ich bin euch, ich probiere die von euch wegzuhalten. Ich möchte nur bei euch sein. Ich möchte nur mit euch zusammen sein, Chat. Die anderen sind mir relativ egal. Es geht mir nur um euch. Und ich bin euch sehr, sehr dankbar. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr meinen Namen hochgehalten habt. Im Namen der Vernunft, im Namen der Korrektheit, im Namen der, ja, im Prinzip, im Namen der wahren Göttlichkeit, wenn ihr so wollt. Also, ich bin jemand, der ist für euch da, so wie ihr für mich da seid. Oh mein Gott, Max hat gesagt, ohne mich würde er das dritte WG-Zimmer leer stehen lassen. Das ist wirklich das Niedlichste, was jemals jemand gesagt hat, Dicker. Dennis, wir lieben Dennis. Chat, ich liebe euch auch. Dennis, Moller Gliebmann 5000, Allah. Chat, ich weiß euch mehr als zu schätzen. Ihr seid für mich die Art Menschen, für die ich mein Leben überhaupt leben möchte. Wenn es euch nicht gäbe, Chat, dann würde ich mir vielleicht denken, was soll das überhaupt? Es gibt Menschen, die sagen, sie wollen näher an Berlin leben, um näher an dir zu sein. Das ist das Coolste, was ich jemals gehört habe. Und das ist wahr, weil es gibt kein größeres Zugeständnis, weil Berlin einfach, entschuldige bitte, Dennis, aber die schlimmste Stadt der Welt ist. Das ist wahr. Fällt eine Bahn ganz schön. Ja, zu Recht. Ja, zu Recht. Oh, shit. Ich möchte heute an dieser Stelle offiziell aus der Venue verweisen. Es reicht. Sie kann gerne zurück nach Potsdam, wo sie herkommt. Da komme ich nicht her. Da komme ich offiziell nicht her. Ich würde alle meine kleinen Aktien ausgeben, um für Dennis etwas in einer Tille zu enden. Feigensenf, du bist so ein Atze. Ja, Chat, ist total lieb, dass ihr das alles gesagt habt, während ich pinkeln war. Nur um diese Zeit zu überbrücken, die ihr ohne mich auskommen müsst. Alle lieben dich, Dennis, und deswegen haben sie das gesagt. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit der Tierlist. Und weiter geht's. Weiter geht's. Außer bei Pizza dabei. Das ist sehr, sehr lieb. Berlin zum Leben echt nicht nice. Da hat Heide recht. What? Wait, ich hab nicht zugehört. Hast du gesagt, Berlin zum Leben ist nice? Nein, aber Dennis, also... Berlin zum Leben... Dennis ist zum Leben Ich hab nice. Das nicht gesagt. In Berlin hat man aber die Community. Berlin zum Leben echt nicht nice, da hat Heide recht. Ja, das hab ich gesagt. Aber Berlin hat... ja, das hab ich gesagt. Genau das hab ich gesagt. Stopp. Krass, okay. Aber wenn es drauf ankommt, wenn es hart auf hart kommt, ja. Ist Berlin... Schon geil. Nicht die geilste Stadt, die man machen kann. Aha, sondern? Das habe ich gesagt. Ich habe es gesagt und ich stehe dazu. Alles, was klein ist und okay, ist schon mal unbewohnbar. Wir entziehen Heide den Sterni Award. Postwenden. Die Community hat sich umentschieden. Bist du die Community? Chat, was machen wir mit Stevo und Trevor? Sind sie Atzen, mit denen man es machen kann? Ich denke nämlich schon. Das Ding bei Stevo und Trevor ist, okay, wir haben folgenden Faktor bei den beiden. Was ich über deren Mitbewohnerfaktor weiß, ist. Lass dich schmecken. Ist es meins? Ich glaube nicht. Ist es deins? Ja, aber lass dich schmecken. Oh, Jan, ist Heide, meins? Komm, dann. Ich hab deins nicht. Das siehst du, da ist es meins. Die sind beide leer. Dann hast du einfach deins ausgetrunken. Okay. Ich hab wirklich keins. Anyway, ich hab meins gehalten nur und jetzt hat er es nicht mehr. Und ich glaube, das ist meins. Stevo und Trevor. Das ist deins. Ja. Oder ihr teilt euch. Das heißt auch, wir teilen uns ab jetzt. Ich mach das nicht. Nee, sowas mach ich nicht. Sehr gut. Ich würde mir safe eine Zahnbürste mit Dennis teilen, aber. Ach so, oh mein Gott. Heide nicht zu Bier. Fair. Kein Zahnbürste, aber kein Bier. Ja. Fair. Bier ist auch mehr wert als Zahnbürste. Da hört es einfach auf. Wenn du 20 Leuten einen Zahnbürste teilen würdest, ist schon ein bisschen egal. Dicker, es sind die Arzten. Stopp, ich kenne die alle nicht. Ich habe keine Ahnung mehr. Also ich kenne... Hier teilt schon widerlich. Und ich kenne Marius und mit beiden... Vielleicht habe ich schon mal... Anyway. Konstantin, Jungle, André, Niki, Jonas. Ich kenne vielleicht vier Leute... Ich mit weiß Dennis nicht, ehrlich die gesagt. Hälfte davon. Mit Dennis würde sie keine Zahnbürste teilen. Das ist falsch. Jan findet mich dirty, Digga. Jan findet mich dirty. Du musst ich denke, mein Mund haut nicht hin. Ich war, I don't know, wir müssen mehr abhängen, glaube ich. Ganz kurz, ich möchte das ausdiskutieren. Weil, wenn man mit einem von den Arzten hier seine Zahnbürste teilen würde, wäre das safe Dennis, Mann. Das ist schon cool, aber also persönlich habe ich mit ihm nicht so viel zu tun. Also Juggle ist sick, auf der geil. Und Niki ist so lieb und so sauber, ich weiß, dass er so. Nee, sorry, aber
Aber Dennis ist stabil. Dennis wäre auch. Ja. Und bei Dennis hätte man immer so ein Grundgefühl von, im Zweifelsfall könnte man seine Zahnbürste mit dem teilen. Okay, wenn ich bei ihm übernachte und er wohnt nicht bei mir um die Ecke, nehmen wir angenommen. Ja. Und ich habe meine vergessen. Ja. Ich würde wahrscheinlich seine. Okay, hast du recht? Ja. Hast du recht? Hab ich recht? Hast du recht? Wenn ich so denke, ich würde meine Zahnbürste teilen. Und die Sache Der Ausdruck, ich will deine Zahnbürste in meinen Schlund. Das ist viel. I don't know. Das ist stark ausgedrückt. Das klingt so wie, ich hab Bock drauf. Fair. Ich hab Bock drauf, stimmt bei keinem, Alter. Das ist meine Zahnbürste, verpisst euch. Richtig. Aber wenn es sein muss, okay. Jan, und das fühle ich und das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber wenn wir jetzt an dem Punkt sind, wir sind schon vornherein an einem anderen Punkt. Okay. Wir sind nicht an, ich hab Bock drauf, du meinst, sondern wir sind an dem Punkt von, ich bin jetzt irgendwo, ich bin gerade gecrashed, was soll ich machen? Ich brauche eine Zahnbürste. Und dann ist man nicht vorbereitet als fuck und hat eine eigene Zahnbürste dabei, sondern dann kommt Dennis und sagt, du, ich habe gerade keine Ersatzzahnbürste, aber du kannst meine nehmen. Und die Sache ist, erzähl mir das Szenario, wo du sagst, ne. Okay, also naja, er hat mich nicht in den Tier gepackt, das heißt, er würde mir es gar nicht anbieten. Das weiß man nicht. So rum ist anscheinend nicht. Das weiß man nicht. Nicht zu viel interpretieren. Also nee, mir ist scheißegal, wo ich lande. Aber, richtig. Aber ich glaube... Aber ich würde deine Zahnbürste nehmen. Du würdest den... Richtig. Ich würde deine Zahnbürste nehmen. Hast du recht. Richtig. Wenn ich keine andere Wahl habe, besser als gar nicht Zähnebürsten. Ja, Zahnputzen. Absolut. Wo ist Dennis gelandet? Dennis ist leider vom Erdboden verschluckt geworden. Nee, Bierteilen schon widerlich. Nein, Bierteilen geht schon. Warte mal, was? Bierteilen ist widerlich? Ich finde, Bierteilen geht voll. Wisst ihr, mit wie vielen Ich wette, Heide und ich haben auch Bier getauscht. In wir haben safe schon Bier getauscht. Ich hatte beide in der Hand viermal. So. Diskussionsmodus am Start. Ihr habt völlig recht. Es muss ja und dann kommt, bitte können wir zukünftig uns... Ja. Mehr. Oh shit, wir sind das Duo jetzt, ja, okay. Immer gerne. Jan und ich sind so. Jan hat schon richtig hardcore krass... Wir sehen das bestimmt nicht zum dritten Mal gerade. Absolut, das war. Ja. Aber offline öfter. Jan arbeitet im Gesundheit... Also wissen viele nicht. Und sollte auch nicht wissen. Aber Jan hat mir einfach hardcore geholfen. Ich war Corona-infiziert. Ach so, ich wusste nicht, wie ich mich verhalten soll. Weil es gab viele verwirrende Informationen. Ja, aus allen Richtungen. Und Jan war so wie, weißt du was, Heide? A, B, C. Und es war sehr, sehr, sehr gut. Das hat mir sehr gut geholfen. Bier muss einmal am Abend getauscht werden. Ich finde das genauso. Ich finde, wenn man nicht aus Versehen aus dem Bier vom Kumpel trinkt, ist was kein erfolgreicher Abend. So. Und sind wir Kumpels oder sind wir nicht Kumpels? Wir sind Kumpels, Alter. Yes, sowas Sir! Von Commentary Kumpels, Digga. KK oder so. Gleich leer. Let's go. Ja, okay. Ich finde auch. Das Bier ist leer, das ist nicht mehr. Jetzt seid ihr Tierlist abandoned bei den letzten drei Leuten. Wieso? Wir haben Stevo, Trevor und VK. Keine Ahnung, weil Hai und ich müssen immer noch haben. Guck dir das an, Alter. Will. Paul meint Jan Heide Commentary für zukünftige Turniere. Jan Heide Commentary für den Tag. Ja, ab geht's, Alter. Ich spiele halt selber zu gerne. Das ist so ein bisschen mein Safe-Space. Ich habe was gehört, von wegen, wir müssen Stevo und Trevor zusammen ranken. Konsti, wir haben einen Konsti hier. Konsti! Alle mal, hallo Konsti in den Chat. Wir haben den quasi Win des gesamten Abends. Wir haben Konsti, wir haben Hot Atze Sommer live Hot hier. Hot Atze Sommer. Kobobi, es ist Konati. Wahr. Wir können es bestätigen, die Gerüchte sind wahr. Auch er ist hier. Danke, Feigensenf. Für die wörtliche. Feigensenf ist immer noch hier. Ich bin immer salty, das stört mich am meisten, dass mein Bild so einfach so ein Screengrab ist oder so. Ey, du hättest mir eins geben können. Was? Ich hab eins geschickt, aber Dennis meinte, es ist zu spät, er kann es nicht mehr löschen. Gut einfach. Gut. Okay, Stevo, Trevor, VK. Okay, das Ding oder, ohne Dennis würde ich nicht ranken. Ich hab Dennis hat irgendwas gesagt. Das ist halt Dennis. Okay, Paul. Zusammen ranken. Und ich finde, das ist schwach. Also, sie haben zusammen gelebt. Sehr lange, auch im selben Zimmer. Sehr lange. Weißt du nicht, dass wir nicht zusammen ranken müssen, oder? Im selben Zimmer. Krass, what? Ja, die haben bei Dusan im selben Zimmer gelebt. Warte mal, stopp. Das finde ich witzig. Stopp. Nur so ein halbes Jahr. Stopp. Dennis ist zurück. Meine Autorität betritt den Raum. Ich finde, die müssen separat geratet werden. Weil das auch separate Menschen sind.
Warte mal ganz kurz. Die kann ja auch einer scheiße an der Geil sein. Auf so einer Basic-Ebene jetzt wieder mit so moralischen Werten und so was anzukommen. Und die Sache ist, sowas fahren wir einfach seit Minute 1 nicht. Wir sind 100% bei, wer kennt wen wie gut, was wissen wir über die Person und was haben wir für Erwartungen. Und letztlich muss man sagen, das Ganze hier ist ein Tierlist Thursday. Es gibt kein Ü. Und damit quasi per Definition Dennis Chat. Ohne Ü. Das ist ein Tier, auf den können wir uns einigen. Ich kann nichts lesen. Die beiden üben Bierpong mit Wasser. Ja, absolut wahr. Üben Bierpong mit Wasser? Das ist die Wahrheit. Yes. Dennis, no way. Doch, in deren Team ist kein Macher. Nein. Ich wollte nur gucken, ob man die Farbe ändern kann von dem Schrift, weil ich kann nichts erkennen. There we go. Bierbong und Wasser üben. Das, da kann ich doch rein. Tierlist Thursday. Die üben Bierbong und Wasser. Das ist schon komisch. Ja. Doch, in deren Team ist kein Macher. Nein. Das ist schon schreihart. Jetzt Victor. Victor. Ich weiß nichts über ihn, keine Ahnung. Dennis. Ich habe ihn bei einem Weekly getroffen. Sorry. Dennis, wo packst du Victor hin? Victor ist ein verschissener Mystery Man. Victor ist der Mutter aller Mystery Man. Okay. Ist ein relativ unspektakuläres Finale, aber Victor ist der größte Mystery Man. Dennoch. Er ist der OG mysteriöse Atze. Ich schwöre. Ich weiß nichts über Victor. Ich weiß, dass er vielleicht. Ich weiß vielleicht seinen Nachnamen. Ich weiß seinen Nachnamen. Warum ist Marley so weit hinten gerankt? Er fängt mit H. Wo ist er? Ich bin mir relativ sicher, dass Marley einfach einer der besten. Marley ist hier. Wo ist Marley? Marley ist hier. Ah. Hier ist er weit hinten. Er ist über mir. Marley ist mein Gefühl. Marley, ein bisschen runter jetzt, weil ich. Du bist Zähneputzenzieher. Oh shit. Ich auch, Marley. Heide wurde gerade mad hängen gelassen. Ja, schön, dass du da warst. Hol dir den von mir ab. Ist okay. Entweder bald oder second hand, Alter. Literally. Weil du gerade hängen gelassen hast, normal. Ja, deswegen das Handy hier. So on camera so. Mach noch so. 4K. Was zur Hölle ist das? Zusammendrücken und ziehen. Aber heute bin ich. Damn, okay. Great again. Alles oder? Ja, nice. Können wir das mal mit den zwei machen? Nur so fürs Gefühl. Ich glaube nicht, dass es geht. Für dich vielleicht nicht, aber für mich halt einfach safe. Was mit Ringfinger und kleinem Finger? Nach außen, ja. Also, genau so. Sagst du? Ohne mir das klingt zu falsch. Das ist nicht so satisfying wie die. Ja, mach so. Ja, das müsste ich mal. Geil, oder? Bei mir klickst du gar nicht sowieso. Nein, warte, du machst falsch rum. Ich muss innen. Das ist so. Der Beste. Der Medien. Jesus Christ. Nice. Chat! Die Tierliste ist fertig, glaube ich. Chat, warte mal ganz kurz. Maxi hat sich dagegen entschieden, gerankt zu werden. Er ist Nein, mach ihn raus! Dennis, was hast du getan? Maxi ist ein Mystery Man. Nein, er ist ungerankt. Du hast verkackt. Du bist ein unranked Mystery Man. Du hast verkackt. Falsch. Mach ihn raus. Du hast es falsch gemacht, Dennis. Mach ihn raus. Das war ein Fehler. Wir möchten an dieser Stelle uns offiziell entschuldigen. Wir brauchen einen mysteriöseren Mann als Maxi. Stopp, das ist aber das völlig egal, was du willst. Maxi wollte nicht gerankt werden und damit. Und damit haben wir einen Fehler begangen an dieser Stelle. Maxi ist ungerankt bei diesem. Mit diesem Tierlist Thursday. Wir lieben Maxi. Abgesehen davon, wir lieben ihn auch. Aber wir lieben ihn eigentlich. Obviously. Rot, weil es die Top-Tier ist. Yes. Okay, ich lese mal ganz kurz den Chat. Ich habe das seit Ewigkeit nicht mehr gelesen. Auf den letzten Metern des Respekts. Das ist wahr, es ist unfassbar lustig. Ich hatte hier mal. Maxis Zahnbürste muss noch unseren Schund. Die Sache ist safe, aber andererseits will er das nicht und deswegen machen wir das nicht. Ein unranked hier. Ja, Mann, es ist unranked, ein neues unranked Tier, casual. Mach ein unranked Tier. Tier, casual. Anyway, ist auch spät geworden. Jam Paul, mach's gut. JC and Paul, just call me Paul. Thank you for showing up. Das war cool. Dennis, auf den letzten Metern. Ich habe ihn outgecallt. Die Sache ist, ich habe ihn outgecallt und ich glaube, wir sind wieder auf einem guten Track. Ich glaube auch. Gunnar Feigensenf und Parsec und alle. Gunnar Feigensenf, schön, dass dich gesehen zu haben und cool, thanks for the support. Danke fürs Abschauen.
Danke für alles. Der hier. Wir lieben euch. Das ist euer Streamer. Wir alle lieben euch, legit. Wir sehen uns bei Jedo 101. Oh mein Gott, es wird krank. Nächstes Jahr, vielleicht. Im Januar, nein, I guess. Warte mal, aber was ist mit Tierlist Tuesday? Na, das ist nicht derselbe Chat. Das ist derselbe Chat. Wir sehen uns. Ja, ja. Feigensenf, wir sehen, also wir nächsten zwei, also im Sinne von ich und du, ja, sehen uns. Nur du. Die anderen nicht. In dem Moment nur spreche ich konkret Feigensenf an. Ach so, der ist schon weg. Und wir würden uns einfach safe uns sehen, oder? Okay. Oder? Tillis Tuesday? Oder? Ja. Ich glaube, wir würden uns sehen. Dieses Image ist gedacht. Sam, mach mal ein P6 in Auer in Chat. Ja, schon. Ja, schon. Genau. Ja, safe. There it is. Bevor ich euch nach Hause schicke, gebt mir alle Jenny P6 Hours, die ihr habt. Alle. P6 Hour? Was? Sollen wir raiden? Wen raiden wir? Oh, shit. Oh, wen raiden wir? Okay. Wir lassen Jonas ran. Ja, Jonas. Jonas. Das ist Jonas Chat immerhin. Kommst du zu mir? Da sind ganz viele Jenny P6 Hours im Chat. So, wen sollen wir? Danke, Phil. KP. Das sind noch mehr. Feigensenf übertrumpft. Nein. Stopp. Ihr habt so eine Über-Attitude, so übertreiben. Er übertreibt sehr falsch. Gut. Falsch. Okay. Weniger ist mehr. Okay. Genau angemessen. Mehr ist mehr. Alter, wo ist mehr? Ist mehr. Hier? Super Smash Brothers. So, super. Oh, wir sind da. Wir sind der Erste unter den 17 deutschen Streamer. Heute spielt Mele? Ey, Lords? Oh, what? Das ist... This new patch is crazy. Alter, wir sind der Dritte. Bei jedem. Zane ja, Mango, das ist IBDW. Dritter? Vloggers, Alter. Ey, das Irfan, ist genau, ich hab vorhin den falschen Link geteilt auf Twitter. Ich habe Berlin-Smash gemacht, weil das der nein, zusammen, Alter. Ist. Ja, ja, ich weiß. Oh no. Oh, wieso? Alles verpasst. Ich, hallo, willkommen im Chat, Jana 2227. Nicht so Sie haben alles verpasst. Manchmal bin ich super. Die Bots werden hochgeladen. Ja. Können gerne alles nachholen, war sehr ich lustig. Ich tendiere dazu, sehr nicht viele, so clever zu sein. Sehr viele Tangents. Okay. War nicht immer konzentriert, wir haben immerhin über 6 Stunden gestreamt. Kenn ich. Und jetzt wird geradet. Es wird geradet. Seid ihr ready? Es wird geradet, Alter. Sag wir raiden bei IBDW. IBDW oh, geradet. Wir raiden beim Werner. Let's Leute, go. Sagt bitte im Chat, ich bin der Werner. Ich bin der Werner ist die Raid-Message. Ich bin der Werner. Ich bin der Werner. Ich bin der Werner. Wir alle sind der Werner. Wir sind der Werner. So. Jetzt raiden! Ich bin der Werner. Ich bin der Gute Werner. Gute Nacht, alle Mann. Ich bin der Werner. IBDW. Wir raiden den Werner. Achso. Ja, geht's, Alter. Wir raiden den Werner. Ich bin der Werner. Let's go. Kopiert Irfans Message. Ich muss auch noch hier. Ja, weil ich bin der Werner gesagt. Gute Nacht, Birk Irf. Wir sehen uns. Big Irf, Digga. Let's go. Irf. Ja, okay. Ey, Irfan ist viel zu spät. Okay, raid.